Leute. Herzlich willkommen zu Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Wir sind wie immer live aus dem Experion, der E-Gaming Arena, hier in Köln. Dankeschön für den regen Applaus, Dankeschön fürs Kommen. Und wir möchten heute natürlich mit euch wieder über den Fußball sprechen, denn auch das Wochenende im Dezember hat es in sich gehabt in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern gehen 5:1 in Frankfurt-Baden. In Dortmund werden die Wolken auch ein bisschen grauer langsam, zumindest in der Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal. Und der VfB Stuttgart bleibt oben dran. Aber wir wollen natürlich auch über die Champions League sprechen, über die Europameisterschaft. Also wir haben eine Menge Themen. Bleibt dabei, ihr habt auch wieder die Chance, etwas zu gewinnen. Mit den Twitch-Drops verlosen wir unter anderem 3 VIP-Karten. Wenn ihr mal vor Ort hier dabei sein wollt, zahlen wir euch die Anreise. Ihr könnt ein bisschen hinter die Kulissen gucken und könnt euch hier die besten Plätze natürlich ergattern. Und da müsst ihr einfach für nur heute zuschauen. 5 PSN-Karten gibt es auch noch oben drauf. Und unser Partner Adidas verlost insgesamt Gutscheine im Wert von 500 Euro. Es gibt jede Menge Themen zu besprechen. Und was für Themen das sind und mit welchen Gästen, das zeigen wir euch jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ed Broski. Heute mit dabei Raquel Rinast, Thorsten Matuschka, Manu Thiele, Florian Plettenberg, Terence Boyd und Frank Kramer live aus dem Experion in Köln. Ja, die letzte Ausgabe, richtig, die letzte Ausgabe Ed Broski für den Dezember ist damit also eröffnet. Und wir haben, da habe ich mich gerade gar nicht bei euch bedankt, ein super Publikum dabei. Einmal Applaus für euch selber, fürs Publikum. Danke, dass ihr alle zahlreich gekommen seid. Und natürlich auch Dankeschön an den Chat. Wir freuen uns darauf, mit euch hier jetzt schön 2,5 bis 3 Stunden über den Fußball zu diskutieren. Und wir haben natürlich super Gäste mit dabei, die hier ihre Fachexpertise zum Besten geben werden. Der erste, den kennt ihr aus Funk und Fernsehen. Er ist Ex-Profi und TV-Kommentator und Moderator, vor allem in der zweiten Bundesliga unterwegs. Herzlich willkommen und einen großen Applaus bitte für Thorsten Matuschka. Guten Abend. Hallo. Der nächste Gast ist Journalist und Content Creator. Viele von euch, die auch auf YouTube unterwegs sind, die werden ihn kennen. Einen großen Applaus bitte für Manu Thiele. Sie ist Ex-Profispielerin und hat einen eigenen Podcast, der heißt Neues vom Fußball. Einen großen Applaus bitte für Raquel Rinast. Er ist Fußballtrainer, war zuletzt beim FC Schalke 04 aktiv und hat mir versprochen, dass es heute wuchtig wird. Herzlich willkommen und einen großen Applaus für Frank Kramer. Und unser Sky-Reporter in der Runde und Moderator, einer der bekanntesten Transferjournalisten, die wir bei uns im Lande haben, vielleicht sogar der bekannteste, ist auch mit dabei. Herzlich willkommen, Florian Plettenberg. Und unser Profi hier in der Runde darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt müsst ihr euch einmal richtig laut machen. Er spielt beim 1. FC Kaiserslautern und ist eine absolute Maschine. Einen großen Applaus bitte für Terence Boyd. Geil! Geil! Terence, mein Lieber, danke fürs Kommen. Wie geht's dir? Ja, du, mir geht's gut, ne? mir gefällt das auch gerade gar nicht, dass ich so eine extra Entrance habe, weil, nee. Schämst du dich ein bisschen? Ja, ein bisschen. Aber du bist doch eigentlich so ein extrovertierter Typ. Ja, stimmt. Aber, nee, das, da sitzt eine Legende wie Tusche neben mir und ich krieg einen extra Applaus, also bitte. Zu Recht, zu Recht. Dann machen wir nochmal einen extra Applaus für Tusche. Gehen wir hin, oder? Dankeschön. Ist jetzt besser. Jetzt besser. Jetzt besser. Terence. Also ich mag das. Das ist gut. Hey, geh doch nochmal raus und dann komm wieder rein. Nein, nein, nein. Nächstes Mal, wenn du nochmal kommst, wenn es dir gefällt, dann darfst du auch. Terence, bei Lautern, ihr habt einen neuen Trainer. Pokal, seid ihr mit dabei? Wie läuft's? Bist du zufrieden? Bist du glücklich?
Ja, zufrieden kannst du nicht sein, wenn du jetzt so ein bisschen da in der Tabelle nach unten gerutscht bist. Also, waren jetzt ein paar aufregende Wochen. Wenn du mal überlegt, vor zwei Länderspielpausen hätten wir noch oben mit dabei sein können und jetzt auf einmal bist du unten dabei. Das ist crazy. Siehst du, wie eng die zweite Liga ist, aber... Ihr wurdet von Schalke überholt. Oh, oh. Ja, ich äußere mich nicht dazu, aber ja, es ist gerade ein bisschen blöd, weil vom Papier her haben wir eine geile Truppe. So, wollen nicht drüber reden, Heimspiele auf dem Betze, über 40.000, an die 50.000. Dass wir dann ein Heimspiel jetzt verloren haben gegen Hertha, war auch bitter. Aber trotzdem bin ich eigentlich zuversichtlich, was die nächsten Spiele angeht. Jetzt haben wir ja noch Braunschweig und dann ist ja erstmal Pause. Pokal sind wir noch drin, genau. Und ja, jetzt ist es so, wie es ist und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Jetzt sagt man ja über Spieler wie dich, du bist so eine Kultfigur ein bisschen auch bei Lautern. Es wird gesagt, du bist ein Mentalitätsspieler. Wie gehst du damit um? Findest du das cool? Weil, also als wir dich angekündigt haben auf Social Media, sind die Leute ausgerastet. Die fanden es gut, dass du hier bist. Ja, ich sage ja immer, die haben nicht so wirklich Ahnung vom Fußball, die mich mögen. Aber das, Dankeschön. Ja, und mit dem Glorifizieren tue ich mich auch schwer, weil da in so eine Kategorie würde ich mich jetzt nicht einordnen, das wäre mir zu hoch gegriffen. Wie gesagt, hier, der Typ zum Beispiel ist Kult, das musst du ja erstmal über Jahre arbeiten, das weiß ich nicht, ob ich das getan habe, aber trotzdem weiß ich auch um meinen Stand bei den Fans in Lautern, das ist natürlich eine Ehre und ist natürlich dann aber auch irgendwie Verantwortung und dann denkst du, fuck, wir haben nicht getroffen und ja, bist ja eine super Kultfigur, wenn du dann nicht ablieferst, also da ist auch viel Druck dahinter, ne? Ja. Der mag dich gerne, ne? Natürlich, ja. Kannst du ihn jetzt noch kritisieren, wenn du mal wieder lauter machst? Auch das tut er gerne. Das ist nicht das Ding. Das ist ein Profi. Wenn wir beim Thema kritisieren sind, da müssen wir ein bisschen in unseren ersten Themenblock rein, denn in der Fußball-Bundesliga gab es auf jeden Fall ein Spiel, was herausgestochen hat. Das ist unser erstes Thema. Ein unglaublicher Spieltag. Während Frankfurt die Bayern wie ein schwedisches Einrichtungshaus vermöbelt, gelingt auch Bremen ein Heimsieg gegen Augsburg, die unter Trainer Jes Torup bis dato ungeschlagen waren. Im Topspiel musste der BVB lange in Unterzahl einem Rückstand hinterherlaufen, schlussendlich vergeblich. Leverkusen bleibt nach dem Unentschieden in Stuttgart vorerst weiter an der Tabellenspitze. Ein Blick in die Stadien am Wochenende zeigte außerdem die Ablehnung der Fans gegen die DFL-Investorenabstimmung am heutigen Tage. War Unionssieg gegen Gladbach der Startschuss zur Aufholjagd? Und wie haben die Clubs heute bei der DFL-Investorenabstimmung reagiert? All das und mehr jetzt bei Ed Broski. Die Fußball-Bundesliga atmet also auf, die Bayern sind doch besiegbar und das sogar ziemlich deutlich. Die beiden Angstgegner, kann man sagen, oder die beiden Opfer vom FC Saarbrücken, kann man das vielleicht so sagen, haben sich die Ehre gegeben in der Bundesliga 5:1 für Eintracht Frankfurt und wir wollen als erstes auf die Highlights dieser Partie schauen. Es gibt einige Spiele, die aufzeigen oder kaschieren, was bei Bayern... Im Argen liegt Stößchen erstmal. Ja, erstmal ein Bier. Grüße gehen raus an unseren Partner Paulaner. Ach so, ja. Die freuen sich. Kriegen wir hin. Möchtest du nicht? Ah, doch. Ich komm. Manu, wir machen es jetzt einfach so, oder? Ja, Prost. Ja, Prösterchen. Plätti, was sieht bei den Bayern im Argen und wie hast du dieses Spiel gesehen? Ich glaube, es ist noch keine Thomas-Tuchel-Mannschaft. Das merkt man klar und deutlich. Die Bayern haben es in der Saison jetzt ordentlich gemacht, aber... Ehrlicherweise kommen mir die Bayern in der Saison viel zu gut weg. Sie haben im Supercup sich blamiert gegen Leipzig. Sie sind gegen Saarbrücken ausgeschieden. Sie sind nicht Tabellenführer. Und die Bayern-Saison geht bekanntermaßen im Februar los und im März. Champions League, das war zu erwarten. Das mögen sie. Da sind sie gefühlt seit über 25 Spielen, glaube ich, in der Gruppenphase ungeschlagen. Aber was sie nicht geschafft haben, und das hat auch Thomas Tuchel nicht geschafft, das hat Niko Kovac nicht geschafft, das hat Julian Nagelsmann nicht geschafft und auch Hansi Flick nicht, in seiner zweiten Saison, sie haben die Defensive nicht stabilisiert. Und man muss, glaube ich, mittlerweile feststellen, dass Upamecano nicht konstant allerhöchsten Bayern-Ansprüchen genügt, dass Min-jae Kim noch braucht und, glaube ich, ein bisschen überschätzt wurde und dass Matthijs de Ligt einfach viel zu verletzungsanfällig ist. Und das ist der Grund, warum Thomas Tuchel unbedingt einen Innenverteidiger möchte und eher von der 6 abrückt.
Was ich gerade super spannend fand, war die Expected Goals Statistik. Hör auf mit Expected Goals. Ja, aber man muss darüber sprechen. Es ist ein Freak-Spiel gewesen. Es ist ein absolutes Freak-Spiel gewesen, wenn man sich überlegt, dass es ja lange Zeit auf Augenhöhe war, zumindest was die Offensiven angeht. Was defensiv ist, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Das Ding ist einfach, dass Bayern einige individuelle Fehler gemacht hat, eiskalt bestraft wurde und es selber vorne nicht reingemacht hat. So kannst du dieses Spiel erklären, wenn man nur auf dieses Spiel blickt. Also vielleicht müssen wir auch ein bisschen vom Ergebnis weggehen und zum Fußball hin und über den Fußball da sprechen, denn auch da stimme ich dir zu, der ist in weiten Teilen nicht so, wie das der FC Bayern sich vorstellt, aber eine 1:5 Niederlage rein vom Ergebnis, so sah das Spiel nicht aus. Ja, aber ist das überhaupt relevant in dem Bayern-Kosmos? Ob ein Spiel dann so aussieht oder nicht, weil wenn du 5-1 in Frankfurt bekommst, dann bremst dein Baum, oder? Ich bekomme bei dem Begriff Expected Goals Gänsehaut. Christoph Freund übrigens auch, der hat ja in einem anderen Fußballstammtisch gestern... Dem Doppelpass. So. Es ist kein verbotenes Wort. Sagen. Ja, alles gut. hat er gesagt, am Ende zählt das Ergebnis auf der Anzeigetafel. Ich kann wirklich mit Expected Goals wenig anfangen. Die Bayern dürfen nicht 1:5 in Frankfurt verlieren. Aber die Bayern haben unter Thomas Tuchel, finde ich, gut, bisweilen auch sehr gut gespielt, aber nie konstant sehr gut. Und gestern, das war einfach mal eine Aktion, die tut den Bayern vielleicht auch mal nicht schlecht. Ja, es war auch schlecht verteidigt, ne? Also expected goals hin oder her. Wenn du natürlich freie Schüsse hergibst und das reihenweise, wie man es jetzt eben gesehen hat, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es einschlägt. Ob das jetzt statistisch zu erwarten ist oder nicht, ne? Es war einfach richtig schlecht verteidigt. Vor allem Kim wird weggedrückt von dem Ansgar Knauf, der gefühlt irgendwie 3 Köpfe kleiner ist. Also ja, aber das ist ja nicht das erste Mal passiert. Also ich kann mich an 2, 3 Laufduelle erinnern, wo Kim mit seinem Gegenspieler 30, 40 Meter den Ball ansteuert und der verliert es. Und wir haben ihn alle, auch ich, zu Beginn als Maschine, Monster, Sprinter bezeichnet. Und da sieht man auch, und ich glaube, das ist, wir werden ja noch über die DFL sprechen und über die Bundesliga. In der Bundesliga geht es schon ab, da spielen schon gute Spieler. Und Minje Kim muss sich auch anpassen. Und die Bundesliga zeigt, glaube ich, eindrucksvoll, auch an einem Beispiel Minje Kim, dass sie zumindest mal der Serie A ein paar km/h voraus ist. Und zur Premier League vielleicht gar nicht so viel fehlt. Aber Minje Kim muss zulegen. Und ich gehe da nicht so weit, dass er ein Fehleinkauf ist, aber das ist noch nicht allerhöchstes Bayern-Niveau. Oh, Raquel, du hast gerade ein bisschen besorgt geschaut. Nein, Fehleinkauf. Ich finde Kim ehrlich gesagt stark. Also er ist ein starker Innenverteidiger und der bringt auch eine gute Leistung. Man darf nicht vergessen, dass er extrem viele Spiele über 90 Minuten gespielt hat. Ich finde, das wird häufig nicht berücksichtigt. Ne? Und er ist auch gerade bei seinem Nationalteam ja sehr unter hoher Forderung und er ist unfassbar schnell, auch für einen Innenverteidiger gerade besonders schnell und ich finde, er kommt gerade nicht fair weg, ehrlich gesagt. Aber ist es vielleicht auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man beim FC Bayern irgendwie vor 2 Wochen noch sagt, ach wie schön das alles ist und mit der Champions League Pokal, ja, kann man sich drüber streiten, ob es ein Ausrutscher ist oder nicht. Aber ist jetzt wirklich alles scheiße, um das mal so sagen zu formulieren? Nein, das wäre Stammtisch. Kommt gerade ehrlich gesagt so rüber. Bin ich voll neutral. Ne? Ich bin natürlich bei allem neutral. Es gibt ja keinen Verein, den ich besonders toll finde. Das kam jetzt schon. Es ist hart. Findest du wirklich, dass Bayern gerade so abblust und abkackt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir haben über das Spiel gesprochen und über die Gründe gesprochen. Und ich glaube, dass die Bayern-Defensive die Achillesferse dieses Vereins ist, die keiner stabilisiert hat in den letzten 3, 4 Jahren. Und aber Sie haben die stärkste Abwehr ja, der Liga. Ja, gehabt, aber es fehlt ja auch manchmal der subjektive Eindruck. Und ich glaube, wenn man bei Bayern oder mit den Verantwortlichen auch spricht, dann wird dir jeder auch im Hintergrundgespräch sagen, ja, die Defensive, da müssen wir zupacken. Und du siehst es auch bei einem Alphonso Davies, ich will das jetzt gar nicht so weit ausholen, aber nochmal, die Bayern-Saison ist nicht so gut, wie sie gemacht wird. Und das liegt auch daran, dass du mit Thomas Tuchel einen starken Trainer hast, der natürlich viel wegmoderiert. Das Grundproblem ist ja, wenn du über die Defensive sprichst, das beginnt ja nicht bei den Innenverteidigern. Die räumen ja das dann ab, was am Ende bei rumkommt. Das fängt im zentralen Mittelfeld an, vielleicht sogar noch mal eine Stufe weiter oben im offensiven Mittelfeld. Und wenn du da natürlich viele hast, die gerne einen Ball haben, die viel spielen, die am Ball richtig stark sind, aber gegen den Ball dann nicht mehr. Insbesondere, wenn man sich einen Sechser und einen Achter ansieht, meiner Meinung nach, da passieren viele Fehler, viele Stellungsfehler. Und wenn da der Gegner durchsticht, dann hast du noch 2 Innenverteidiger da,
ja, schön, dass die da sind, aber die können das dann auch meistens nicht mehr ausbügeln. Deshalb fand ich auch gerade den Halbsatz von dir so spannend, dass die Bayern-Bosse nicht mehr eine Holding Six haben wollen, keinen defensiven Mittelfeldspieler, sondern eher einen polyvalenten Innenverteidiger. Tuchel will den. Tuchel regiert. Ich glaube nämlich, dass das zumindest in dieser Saison, der heißen Phase, wenn es in Richtung Champions League geht, ein ganz großes Problem sein wird. Du kannst natürlich nochmal einen Innenverteidiger hinstellen, aber am Ende können die nicht alle gleichzeitig spielen, sondern du brauchst jemanden, der davor dicht macht. Du brauchst einen Arbeiter. Ja, genau. Ja. Thema Restverteidigung. Und solange du das nicht hast, wird es nicht für ganz oben reichen. Zumindest im internationalen Geschäft. Mich würde mal die Trainerperspektive bei Frank interessieren. Wenn du jetzt lange so einen guten Run hast und dann dieses eine Spiel 5-1 verlierst, kannst du die Kritik nachvollziehen oder siehst du es vielleicht nicht so kritisch? Das ist Bayern München, ne? Da bist du verdammt dazu zu gewinnen und zwar verdammt nochmal jedes Spiel zu gewinnen. Und die haben jetzt das erste Spiel verloren in der Saison. Das darf man auch nicht, also vom Pokal mal abgesehen. Ich meine jetzt in der Bundesliga. Die haben das erste Spiel verloren. Natürlich eine heftige Abreibung, wenn du 5 Stück kriegst, wenn du das Ergebnis anschaust. Und das ist halt auch Bayern München. Ja, da reicht es auch nicht aus, nur zu gewinnen, aber es reicht schon gar nicht aus, richtig deutlich zu verlieren. Und deswegen, man erwartet es einfach und jeder, der zu Bayern München geht, der weiß das, dass du eigentlich durchmarschieren musst, ohne ein Spiel zu verlieren. Und das ist einfach nicht der Anspruch, den sie an sich selber haben. Und diese, was ein bisschen fehlt, und da gebe ich dir total recht, das ist halt diese Kontinuität auf diesem Top-Niveau. Nicht nur auf einem guten Niveau, sondern auf einem Top-Niveau in jedem Spiel. Und das habe ich zumindest immer bewundert an Bayern München, dass die von der Champions League oder egal wo sie herkommen, sind bei Real Madrid und dann haben sie ein ekliges Spiel gehabt, keine Ahnung, in Augsburg und haben das einfach ganz souverän gewonnen. Und du hast das Gefühl, dass es diese Saison nicht ganz so da ist? Ja, das Gefühl bekommt man. Vielleicht auch, wie es aufgebauscht wird. Aber trotzdem, ne, sind aus dem Pokal raus, schon mal ein Wettbewerb weniger, ein Titel weniger, den du gewinnen kannst. Und das holt dich dann bei solchen Spielen natürlich ein, wenn du verlierst. Und man muss auch eins dazu sagen, wenn Leverkusen nicht so eine überragende Saison spielen würde und noch gar nicht verloren hätte und Bayern wäre jetzt 5 Punkte vor, was auch nicht unnormal wäre, dann wird man wahrscheinlich auch nicht so viel draus machen. Jetzt ist es halt ein bisschen anders, ne? Da kocht so ein bisschen der Hintern und dann wird natürlich mehr draus gemacht, als es vielleicht auch ist, nämlich eine Niederlage, die nicht dem Anspruch genügt. Aber fairerweise muss man sagen, eigentlich hat sich ja jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren nicht so viel geändert. Also im Pokal ist man wieder früh ausgeschieden. Böse Zungen behaupten, dass ein gewisser Julian Nagelsmann für weniger entlassen worden ist. Kann man das verstehen? Da hieß es damals, dass alle Wettbewerbe gefährdet sind. Jetzt gibt es nur noch 2. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, Thomas Tuchel versucht eine Sache. Er versucht, genau diese Dominanz wieder zurückzugewinnen. Bei unter Nagelsmann war es so, du hast im Ballbesitz zwar relativ viel probiert, aber es ging vertikal, vertikal, vertikal. Sehr viel Tempo, sehr viel Risiko, dadurch auch viele Ballverluste, war mein persönliches Gefühl. Und bei Tuchel merkst du schon teilweise, dass er versucht, wieder ein bisschen ruhiger zu werden, versucht, ein bisschen mehr Kontrolle im Spiel zu haben. Das funktioniert auch ab und an, aber halt bei weitem nicht immer. Und vielleicht, und das ist ja eine große Stärke von Thomas Tuchel, dass vielleicht wird er es schaffen, dass es in der heißen Saisonphase klappt. Also sprich, dass man, wenn es ins Viertelfinale der Champions League geht, wenn es ins Halbfinale geht, dass dann der FC Bayern auf dem Peak ist und dann wirklich so stark, wie man das jetzt erwartet, weil dieses Niveau über eine ganze Saison zu halten, ist halt verdammt schwer. Aber eins ist doch mal klar, ne? Thomas Tuchel ist ein überragender Trainer. Ja, natürlich. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass der Trainer hat es nicht hinbekommen, der Trainer hat es nicht hinbekommen. Es sind ja auch zum Großteil noch die gleichen Spieler. Der eine oder andere ist dazugekommen, aber der Stamm und die Achse ist doch dieselbe. Wo sollen denn jetzt andere Probleme herkommen? Mal aus Spielerperspektive, Terence, kannst du das verstehen, die Kritik nach so einem Spiel? Oder denkt man sich als Spieler so, ja komm, jetzt hast du ja irgendwie 12, 13 Spiele, alles abgerissen und dann machen sie dich wegen einer 5-1-Pleite fertig. Na gut, also jetzt von mir aus als Lautern-Spieler oder als Bayern-Spieler, weil das ist nochmal was ganz anderes. Also ich sehe es eigentlich auch, ich sehe es eigentlich so, genau, Triple ist schon mal weg mit Saarbrücken. So werden sie am Ende Meister und diese Saison ist echt geil, ist spannend, mal wieder im Titelkampf, so wie Ende letzte Saison auch. Trotzdem werden sie Meister. Ja, weil
das ist ja das Mindeste, das müssen sie ja holen. Ne? Da freut sich auch keiner, wenn die immer die Opfermeisterfeier. So, Champions League, holen sie die, dann ist auch alles okay. Dann ist wirklich alles in Ordnung. Ich denke mir jetzt auch, aus Spielersicht, was gar keinen Sinn macht, weil ich nicht bei Bayern spiele, aber die sollen sich jetzt nicht verrückt machen. Das hast du jetzt gehabt. Das ist natürlich katastrophal, 5-1 auf den Deckel zu kriegen da, aber ich bin der Überzeugung, wenn es, wie du gerade gesagt hast, in einer heißen Phase, wenn es da reingeht, ich sag dann performen, dann sind sie wieder da. Also siehst du auch, dass die Qualität einfach in der Spitze dann zu gut ist? Harry, der macht das 100%. Das ist krank. Nee, aber ich meine, also ernsthaft jetzt, ich glaube, dass wenn die K.O.-Spiele anfangen und auch die letzten Spieltage in der Bundesliga, dann sind es wieder abgebrüht, dann machen sie das. Aber es ist ja ganz interessant, dass du die K.O.-Spiele ansprichst. Du hast gerade gesagt, die Saison für die Bayern, oder ich weiß nicht, ob es Manu oder Plätti war, die Saison für die Bayern beginnt im Februar, März. Und du hast gesagt, dass man bei den Bayern merkt, dass da einfach im Hintergrund ein, zwei Sachen noch nicht ineinander gehen und funktionieren. Brauchen die Bayern einfach jetzt die Wintertransferperiode, um da die Fehler aus der Sommertransferperiode noch auszubügeln? Die Bayern haben Mist gebaut in den letzten 2 Wochen des Transferfensters und das fällt ihnen jetzt gnadenlos auf die Füße. Der Name mag klein sein, aber die Auswirkung war sehr groß. Wir brauchen nur über Josip Stanisic reden. Das war ein Alleingang von 1 bis 2 Bayern-Bossen, die nach dem Abpfiff in Bremen dem Jungen die Freigabe erteilt haben. Jetzt muss man wissen, Management von Josip Stanisic ist Dieter Hoeneß. Dieter Hoeneß, wissen wir, ist der Bruder von Uli Hoeneß. Die Wege sind kurz, die Drähte sowieso. Den hättest du niemals gehen lassen dürfen. Jetzt spielt er in Leverkusen und sitzt auf der Bank. Den hättest du bei Bayern jetzt gebrauchen können. Und das hat bei Bayern richtig was bewirkt. Ab dem Moment, wo der freigegeben wurde und wir standen in der Mixzone in Bremen, war das Ding gegessen. Dann haben sie Palinja in den Sand gesetzt, dann sind noch 2, 3 andere Sachen nicht passiert, Chalobah. Man hat sich ja mit Bella Kotschap beschäftigt, was im Nachhinein die richtige Entscheidung war, ihn nicht zu ziehen. Aber die Bayern haben einfach insgesamt einen zu dünnen Kader und sie müssen im Winter was machen. Aber auch da greift die einfache Mathematik. Jeder weiß, die Bayern müssen 2 Spieler holen, das hebt den Preis. Frankfurt kann das gleiche Lied singen bei der Stürmersuche. Ich bin sehr gespannt, was Christoph Freund machen wird, aber die Bayern brauchen definitiv 1 bis 3 Spieler. Und Terence hat es gesagt, klar, sie sind heiß auf die K.O.-Spiele, aber sie haben in den letzten 2, 3 Jahren im März und im April relativ wenig gerissen. Und ich sehe die Bayern unter Tuchel noch nicht so weit, dass sie in der Champions League wirklich ein Wörtchen mitreden können ums Finale. Aber ich meine, die Gruppenphase beweist ja eigentlich das Gegenteil. Wenn du dir jetzt die Spiele Gruppenphase interessiert doch keinen Menschen. Ja. In Gruppenphase ist seit 5 Jahren sind die Bayern die Gruppenphase. Tut man den Bayern damit nicht Unrecht? Bitte? Wenn du sagst, ja, das ist normal, dass sie seit 35 Spielen zu Hause jedes Spiel in der Gruppenphase gewinnen. Aber das ist alles schön und gut. Aber sie könnten 33 Spieltage gewinnen in der Bundesliga. Wenn sie am 34. nicht Meister werden, dann ist es vorbei. Und ich glaube, das weiß auch Thomas Tuchel und auch das darf man nicht vergessen. Übrigens finde ich Thomas Tuchel einen hervorragenden Trainer. Ich bin dankbar aus medialer Sicht, dass er bei uns ist, weil er sorgt für Entertainment. Ist ein Typ, der tut weh. Der kann dir auch mal richtig wehtun. Hat er dir eigentlich der guckt mal dich auch manchmal mit dem Arsch nicht an in der Mixer und es ist okay. Hat er dir mal richtig wehgetan? Der ist irre. Thomas Tuchel ist irre, aber vor dem hast du auch ein Stück weit Angst. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Also du gehst jetzt nicht da in die Pressekonferenz rein und sagst dir so, heute fege ich den Tuchel mal weg. Nein, weil der Tuchel, der hat es faustdick hinter den Ohren und der hat natürlich auch schon was vorzuweisen. Und das wissen auch die Spieler. Warte, der hat dich doch mal auf so einer Pressekonferenz abgekocht, oder? Hab Nö, ich weiter. Tipp gesehen? Mich, die meinst du ja Tegernummer. Ja, ich glaube. Für mich war es gute Publicity. Ich fand's auch lustig. Ja, jetzt Nein, der ist ein guter Typ. Ist ein guter Typ. Aber er bräuchte so 1, 2 Titelchen mehr, weil ich glaube, wenn er die nicht holt, dann ist er vielleicht im Sommer kein Bayern-Trainer mehr. Ich glaube, dass über eine ganze Saison brauchst du auch als Bayern München inzwischen immer wieder mal so Wachmacher. Und das war ein Spiel, das wird bei Bayern, bei den Spielern in der Kabine und so schon wachmachen. Und übrigens auch, was so Verpflichtungen betrifft und so, vielleicht doch der eine oder andere Euro noch mal mehr locker gemacht, wenn man sieht, oh, da sind Probleme da. Und wenn wir dann ab März, April, wenn es ans Eingemachte geht, da sein wollen, dann müssen wir daran. Und Christoph Freund ist überragend. Also es ist wirklich sensationell, sowohl menschlich als auch inhaltlich. Die werden da die richtigen Schlüsse ziehen. Und er wird zusammen mit dem Thomas Tuchel da auch die richtigen Leute dann holen. Und dann sind solche Spieler natürlich Gold wert. Dann lass uns später auf jeden Fall in dem nächsten Themenblock nochmal über die Transferperiode sprechen. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Was mir ganz wichtig ist, lass uns Frankfurt nicht zu kurz kommen lassen. Die haben 5:1 gegen die Bayern gewonnen. Und jetzt haben wir hier eine halbe Stunde gefühlt darüber sinniert, was die Bayern alles falsch gemacht haben. Was haben die Frankfurter denn richtig gemacht? Tusche? Sie haben eiskalt die Fehler natürlich ausgenutzt. Ja. Sie haben Mittelfeldpressing gespielt, konnten gut umschalten.
haben wichtige Zweikämpfe gewonnen, hatten auch ein bisschen Glück, auch beim 2-0, wie sich Dina Bimbe durchsetzt. Das gehört ja auch dazu, Matchglück, ja. Und jetzt hat Bayern halt mal 5-1 in die Fresse bekommen. Das passiert auch mal in der Bundesliga, ja, wenn du solche Fehler machst. Und ich finde es ja mal gut, dass es sowas ist, dass wir die Liga mal ein bisschen enger haben, auch vom Niveau. Ja, ich habe keinen Bock, dass Bayern jetzt schon wieder 45 oder 44 Punkte hat, ja. Wir geiern doch alle danach, dass die Liga ausgeglichener wird, weil es auch international besser wäre für uns, ja. Und Frankfurt hat ja auch Qualität. Es ist ja nicht, dass Frankfurt irgendeine Bockwurstmannschaft ist, ja. Also da sind ja auch richtig gute Spieler dabei, ja, die kicken können. Das muss man ja mal sagen. Und das haben sie halt an dem Spieltag gegen die Bayern überragend ausgenutzt. Und dann kommt doch mal alles zusammen, wo du vielleicht mal 7-8 Mal aufs Tor schießt, dann triffst du halt 5 Mal gegen Manuel Neuer, da schießen andere mal 20 Mal und schießen gar kein Tor aus 3 Metern. Und deswegen, ja, ist das, bin ich bei Frank, mal ein Wachrüttler für Bayern München. Und für die Liga ist es doch geil, ja. Aber Leverkusen hat es ja auch wieder nicht ausgenutzt, ja. Hätten sie gewonnen, wären es 6 Punkte, so. Aber Stuttgart spielt auch eine geile Runde. Hätte ja auch keiner vor der Saison erwartet. Und ich finde deswegen sowas geil. Und nochmal, Frankfurt hat Qualität. Die haben sie sicherlich auch noch zu wenig bis jetzt in der Saison runtergespielt. Aber das ist ein geiler Verein und eine gute Fußballmannschaft. Und ich meine, mit so einem Sieg gegen Bayern München in der Höhe kann man auch mal viel kaschieren, ne? Also du fliegst mit einer unterirdischen Leistung aus dem Pokal raus, hast davor schon die letzten Spiele eher eine Tendenz nach unten gehabt und dann 5-1 über die Bayern drüber. Ja, natürlich, ist ja auch eine geile Reaktion, ja, fliegst unter der Woche in Saarbrücken raus, aber auch das ist dritte Liga, die sind auch Profis, die haben denselben Aufwand, natürlich sicherlich eine andere Qualität, aber in 90 Minuten oder 120 Minuten kann auch mal Bayern München gegen Saarbrücken rausfliegen. Ja, vielleicht 10 Spiele gewinnt Bayern 9 Mal wahrscheinlich. Aber einmal kriegt das der Drittligist hin oder der Regionalligist. Guck dir Homburg an, ja, die 3-0 Darmstadt weggefiedelt haben. Danach Fürth. Also sowas, ja, da immer zu sagen, oh, wie kann das passieren? Aber ey, das sind auch nur Menschen, das muss man ja auch mal sagen. Ja, Upamecano, der Junge, wie alt ist der, 23? Das ist ja auch mal, oh, klar, spielt er bei Bayern München, aber es ist halt ein Mensch, ein junger Mensch, der hat auch mal ein bisschen was zu tun. Vielleicht hat auch ein paar andere Dinge links und rechts in seinem Privatleben, das weiß ja auch keiner von uns. Die Jungs werden immer bewertet von Spielen, Nachspielen. Aber keiner weiß, okay, was ist denn da eigentlich? Was gibt es da für Dinge? Und ja, und bei Bayern, es ist halt Bayern, da wird halt alles sehr groß gemacht. Ja, klar, das weiß jeder Spieler, der da spielt. Aber ey, mein Gott, das sind, wie gesagt, nicht vergessen, immer noch Menschen und keine Roboter. Und die sind mal oft sehr, sehr gut und mal auch kacke. Aber bei Bayern wird es dann halt nochmal richtig hochgepusht. Und ja? Zwei Sachen noch, warum ich Upamecano angerissen habe. Wir sprechen ja nachher noch über Araujo. Aber und den Satz, der war mir wichtig, mal den zu sagen, weil das hat, glaube ich, nicht so jeder auf dem Schirm. Gerade die Bayern-Nationalspieler, die Deutschen. Ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo ich das Gefühl habe, dass die deutschen Nationalspieler so glücklich sind, ins neue Jahr zu gehen. Und du hast es gesagt, ihr seid Ex-Profis, du auch. In den Köpfen der Spieler habe ich noch nie so viel Angst und so eine, ich kann es nicht mehr hören, Mentalität wahrgenommen, auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Gerade die Kimmichs, Goretzkas, Gnabrys dieser Welt, die seit gefühlt einem Dreivierteljahr wirklich auch medial nur ins Gesicht bekommen. Nationalmannschaft bei Bayern, und das merkt man wirklich bei den Jungs, da ist ein riesen Druck auf den Schultern, und das spiegelt sich auch so ein bisschen in den Leistungen wahr, bei Bayern und auch in der Nationalmannschaft. Aber hat Frankfurt vielleicht auch einfach aus taktischer Hinsicht einfach die Mittel und Wege gefunden, den Bayern wirklich exakt in dem Moment genau weh zu tun? Also dieses Aggressivsein, in die Zweikämpfe gehen, die haben ja die Bayern einfach phasenweise wirklich zu einem Fehler nach dem anderen gezwungen. Also wenn du dir zum Beispiel den Fehlpass von Kimmich anschaust, Raquel. Ja, oh, ich bin voll laut. Alles gut. Ich wollte euch nicht anschreien. Ja, wir hatten, du hast das Wort Expected Goals, aber es ist einfach so, wenn man sich die Tore anschaut, dann sind das wirklich so 50-50-Dinger. Und die gehen halt in den Situationen. Naja, auch irgendwie immer so ein bisschen Handschuhe. Genau, und dran, es ist, ne? Ja, nicht so, also es war super, es ist auch gut gespielt und Frankfurt hat ein geiles Spiel gemacht, aber man muss auch sehen, dass halt da Situationen dabei sind, wo Tore draus entstehen. Naja, in dem einen Spiel geht er halt rein und in dem anderen nicht. Und in dem gehen einfach 5 Dinger rein, wo du, also bei Mbimbe, der sich da durchsetzt und keine Ahnung, noch mit der Fußspitze den dann auch irgendwie dazwischen durch rein macht, dann denkst du dir auch, okay, kranke Scheiße, wieso geht der jetzt rein? So, ne? Und dann auch noch gegen die Bayern. Also es war wirklich, sie hatten einen sehr, sehr guten Tag erwischt und Bayern hat halt einen Kacktag erwischt. Und das, was Tusche gerade gesagt hat, finde ich auch extrem wichtig. Also das sind halt auch einfach Menschen. So, ne? Das ist dieses Thema und gerade auch Medien machen das halt auch immer wieder groß und Bayern und ja, und die dürfen nicht verkacken und ja, und das ist Bayern, ja. Aber es sind ja auch immer noch Menschen. Und
gerade den Punkt, den du angesprochen hast, sie bekommen eigentlich momentan nur auf die Fresse, die ganze Zeit. Und das macht ja auch was mit dir, auch wenn du ein Weltklasse-Spieler bist. Also ich bin jetzt zum Beispiel keine Weltklasse-Spielerin gewesen. Ich habe mich eher so beim ersten FC Köln damit beschäftigt, möglichst nicht abzusteigen oder aufzusteigen. Das formt dich auch als Spielerin oder als Spieler. Das ist ein ganz anderes, ist ein ganz anderes Ding, wenn du um solche Dinge spielst. Aber wenn du immer um Platz 1 spielst, das ist auch ein anderes Gefühl. Du hast einen ganz anderen Druck oder eben das, was du gerade gesagt hast. Du hast einfach eine andere Last auf den Schultern. Und es ist mir manchmal ein bisschen zu wenig, wird mir das Menschliche gesehen, gerade auch bei den Bayern. Also Terrence, manchmal hat man auch einfach einen Scheißtag. Nee, ich meine, ich wollte gerade sagen, ich finde es richtig schön, was du gesagt hast. Also einerseits muss man auch sagen, ich meine, wir reden vom Top-Regal mit Bayern München. Das heißt, jetzt kann man so einfach auch sagen, hey, wer für Bayern spielt, der muss es auch abkönnen. Aber jetzt, ich breche es mal ganz einfach runter. Stell mal vor, du hast jetzt einen Partner zu Hause und der Partner sagt dir einfach jeden Tag, wie scheiße du bist. Ja. Viel Spaß auf der Arbeit oder wo auch immer, was du den Rest des Tages machst. Und das seit einem Dreivierteljahr. Ja, wirklich Prost Mahlzeit. Und das meine ich jetzt einfach mal, um es ganz einfach runterzubrechen. Deswegen, es ist echt ein Mix. Wir können, ich meine, wen interessiert eigentlich, was wir dazu denken? Weißt du, was ich meine? Weil, dreh dich mal um. Nein, aber weißt du was? Hallo. Ja. Ich meine, wir philosophieren jetzt hier darüber, wie sich die Bayern-Spieler fühlen, weißt du, immer, klar, vielleicht war es auch früher so, die Premiere, Bundesliga-Zeiten, die konnten es vielleicht noch ab, aber es macht was mit dir, das stimmt schon wirklich, wenn du halt immer nur kritisiert wirst. Und dann ist es aber auch, wie gesagt, auf der anderen Seite denke ich mir auch, na gut, aber das ist halt Weltklasse-Niveau, was ihr seid, ne? Und ja, deswegen weiß ich auch nicht, was ich jetzt hier für Input geben soll. Ich brauche keine Meinung. Seit einem Dreivierteljahr zu Hause kommst du mit zu mir. Ich sag dir, du bist ein Beispiel. Aber die merken es ja auch in dem Spiel. Ne? Und je öfter du solche Erlebnisse hast bei der Nationalmannschaft oder dann auch im Verein, dass es halt nicht Bayern-like läuft, sondern dass es halt auch mal im einen oder anderen Spiel halt wirklich verrutscht. Ja, das merken die natürlich. Und dann kriegst du solche Torräder an am Anfang, merkst, Frankfurt, die sind rotzfrech und wild entschlossen. Nichts zu verlieren. Und du merkst, oh, heute läuft nicht für uns. Wenn du dann stabil bist und das ist einfach, dann packst du es weg und sagst, so, wir ziehen unser Ding durch, fertig. So ist Bayern normal. Aber die jetzt da spielen, die haben halt schon öfter jetzt auch mal erleben müssen, wie das halt verrutscht und sie können sich nicht aufhalten. Ja, und dann bist du nicht mehr ganz so stabil. Ja. Dann bist du vielleicht zu Hause auch nicht mehr ganz so stabil. Also deswegen, das ist ganz normal, das ist menschlich. Ja, und die Erwartungshaltung bei Bayern spielt natürlich auch mit rein. Ne? Terrence hat es gerade angesprochen. Ich meine, so ein Serge Gnabry, was war der? Ich glaube, 20 Millionen im Jahr. Würde ich jetzt auch nehmen, du auch? Ja? 20? Wir können auch teilen, jeder 10. Fragst du mich das schon wieder? Ich weiß nicht. Du nimmst es. Du bist der Spieler in der Runde, du hast ja dein Walk-in und alles gehabt. Ja, nächstes Mal gebe ich einen Tusche, dann tauschen wir. Ja, aber es hat ja schon was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ne? Also die Gehälter in Kimmich, der breite Brust sei und sagt, ey, ich kann deine Holding Six sein, ich bin das. Und wenn sie dann nicht performen, ne? Kim, der für 50 Millionen, glaube ich, kommt, wo du sagst, da war jetzt auch in dem Spiel gegen Frankfurt sehr unsicher. Ich habe das Thema immer auch irgendwie präsent gehabt. Ne? Dieses Spieler werden kritisiert, Medien hauen drauf. Ich habe das erste Mal in diesem Jahr ist auch bei mir, auch in meiner Denke, super viel passiert, weil ich habe ein ganz anderes Gefühl das ja bekommen, zum Beispiel für den Spieler. Nur für den Spieler. Nicht der auf dem Blatt steht, sondern auch für den Spieler, der aus der Kabine geht und in die Kabine geht. Und auch wenn der Vergleich hinken mag, aber das ist ja bei mir ähnlich. Wenn 100 Kommentare auf Twitter oder auf Instagram kommen, dann ergötze ich mich nicht an den 98 Komplimenten für Plättigold oder was weiß ich. Ich gehe, wenn ich es mir vom Schlafengehen reinziehe, gehe ich mit den zwei Negativen ins Bett, die mich platt machen. Deswegen lese ich zum Beispiel gar keine, vielleicht gibt es auch in dem Raum welche, die mich schon mal weggehauen haben, das ist legitim, aber ich lese zum Beispiel gar keine Kommentare mehr. Und ich glaube mittlerweile den Spielern, dass sie das tatsächlich so tun, dass sie es nicht mehr lesen und sie haben einfach keinen Bock mehr, sich öffentlich zu äußern. Das hat man dann auch in Frankfurt gemerkt. Nur Thomas Müller sprach. Und es sind Fragen, die Spieler mittlerweile belasten. Es geht auch bei Bayern, es geht ja gar nicht mehr um Fußball. Es gibt Pressekonferenzen, da saß ich dabei.
da war ich am Ende der noch die Höflichkeitsfrage zum Gegner gestellt hat, weil du manchmal da weg bist. Wir brauchen ja dann für Sky auch mal einen Ton zu Mainz und zu Freiburg und so. Das ist ja auch aus Respekt des Gegners gegenüber wichtig. Die kommen manchmal gar nicht, weil es nur ums Personal geht. Und die Spieler haben da auch einfach keinen Bock mehr drauf. Und das meine ich abschließend, Psyche, Angst, dieses ich habe keinen Bock mehr, das merke ich bei den Bayern-Spielern so krass wie noch nie. Und das überträgt sich auch ein bisschen auf die Nationalmannschaft, oder? Ja, na selbstverständlich. Ja, Uli Hoeneß hat das ja, glaube ich, immer mal gesagt. Ne? Der Zustand der Nationalmannschaft ist auch ein Stück weit ein Abbild des FC Bayern. Das ist ja immer noch so, weil ein großer Block von den Bayern-Spielern geprägt wird. Aber ja, und es gäbe wirklich nur eine Lösung. Die ist absurd. Aber wenn sich alle Medien zusammentun würden, wird nie passieren. Aber haben wir mal jetzt auch so drüber gefachsimpelt, auch bei der Nationalmannschaft. Und alle würden sich zusammenraufen. Jedes Medium in Deutschland würde sagen, ab sofort bläuen wir den ein bis zum März. Nur das gepusht. Sind die geilsten, die es gibt. Ihr werdet Europameister. Nur noch positiv. Weißt du, was da passieren würde? Die Spieler, die würden die Medien wieder lieben. Da gäbe es ein richtiges Zusammenspiel. Aber jetzt ist der absolute Worst Case eingetroffen, auch bei der Nationalmannschaft. Es ist Mannschaft versus Medien. Und das ist der Todfeind eines jeden Aufbruchs. Ich glaube, da können wir einen Haken hintersetzen. Dann lass uns doch mal zu einer Mannschaft gehen, bei der es gut läuft und die von den Medien sehr abgefeiert werden. Zu Recht. Wir wollen über Bayer 04 Leverkusen sprechen und den VfB Stuttgart, die sich einen erbitterten Kampf geliefert haben über 90 Minuten. Am Ende ist es ein 1:1 geworden. Die Leverkusener verteidigen damit die Tabellenführung, bauen sie sogar mit dem Punktgewinn ein bisschen aus. Und Stuttgart bleibt das Überraschungsteam in dieser Saison. Habt ihr diese erste Halbzeit gesehen? Und wenn ja, wie offen war euer Mund? Krass offen. Ganz weit offen. Ganz, also das sollte ich jetzt eigentlich nicht sagen und auch nicht nachmachen. Das mache ich nie wieder. Aber was hatten die, 3x-Goals oder so zur Halbzeit? Oh, sorry. Es war die schönste Halbzeit dieser Saison. Was passiert? Oh. Ich habe über x-Goals geredet und über Stuttgart, wie gut sie waren. Ich war gerade in Gedanken woanders. Wo warst du? Beim offenen. Bei dem Monitor, der macht mich immer so verrückt, weil ich muss da immer hingucken, aber ich merke, dass meine Augen von Sendung zu Sendung schlechter werden, weil ich selbst aber, mit Kontaktlinsen. Aber liest nicht die bösen Kommentare. Es waren, nein, da haben gerade wirklich welche Plätti Goat geschrieben. Zwei negative. Ja. Chat 1 in den Chat, wenn ihr Plätti mögt, ja. Na, guck mal hier, ja. Plätti W, Plätti Goat. Ja. Okay, Stuttgart. Hier sind denn die Ex-Profis? Stuttgart hatte eine gute Truppe, aber da lag ich falsch. Stuttgart hätte ich niemals da oben hin verortet. Ich hätte niemals zugetraut, dass Guirassy auf 20-Tore-Kurs geht. Und ich hätte niemals zugetraut, dass Sebastian Hoeneß den Job macht, den er macht. Da lag ich komplett falsch. Aus Stuttgarts Sicht geil. Gute Truppe, geile Fans, geiles Stadion. Und ich bin davon überzeugt, dass es Stuttgart am Ende in die Europa League schaffen wird. Weil sie personell, Wohlgemut darf man nicht unterschätzen. Super Sportdirektor, der hat es im Griff. Sie haben Endo gut ersetzt, Mio hat es im Griff, Guirassy, ja, ich glaube nicht, dass der im Februar noch in Stuttgart ist, aber... Oh, geht die Tendenz gegen Winterabstieg, sagst du? Wie bitte? Geht die Tendenz gegen Winterabstieg, sagst du? Entschuldige, sag nochmal bitte. Geht die Tendenz ja. gegen ja. einen Winterabstieg? Also man muss ja auch ein bisschen dazu wissen, kann man. Guirassy hat ja das gleiche Management wie zum Beispiel Randall Kolo Muani. Also wird er streiken? Nein, er war in Frankreich, er hat nicht gestreikt, der Rückflug hat nicht so ganz funktioniert. Bei Kolo jetzt. Nein, ich glaube, dass Guirassy, ich glaube, der wird nicht zu halten sein. Ich meine, der kostet 17,5, da ist Newcastle dran, Manchester United, das wissen wir selbst von United, die wollen eventuell zupacken. Er wird nicht zu jedem Verein gehen, aber die Chancen werden ehrlicherweise von Tag zu Tag geringer. Und das wäre sehr schade. Aber dann lass uns einmal ganz kurz über den spielerischen Ansatz vom VfB Stuttgart sprechen. Frank, du guckst ja die Spiele auch. Wie kannst du dir das erklären, dass man als Relegationsteilnehmer auf einmal so eine sportliche Entwicklung macht, vor allem mit den Abgängen? Und die dominieren ja teilweise Spiele nach Belieben. Also vor allem jetzt die ersten 45 Minuten gegen so einen starken Gegner wie Leverkusen. Was macht Stuttgart so stark? Ja, zunächst mal ist natürlich mit den Erfolgen zu Beginn der Saison ist gleich mal das Selbstvertrauen in das, was sie tun, nämlich auch zocken, also wirklich in allen Phasen auch, ist unheimlich gestiegen und dadurch haben die natürlich eine extreme Überzeugung und wollen diesen Ansatz, diesen spielerischen Ansatz, den pflegen die natürlich auch. Des Weiteren ist der Mut natürlich deutlich mehr geworden, auch gegen den Ball, einfach. Hat man ja auch gesehen. Ne? Also das ist richtiges Angriffspressing. Das ist komplett aktiv in allen Phasen. Und die sind da einfach gewachsen. Ja? Und letzte Saison mussten sie viel leiden. Und ich glaube, dass das auch was mit einer Mannschaft macht. Wenn du da durchgehst und dann in der neuen Saison sofort in die Erfolgsspur findest,
dann ist diese Geschlossenheit, diese Leidensfähigkeit, die ist natürlich dann eine Waffe. Und die Qualität haben sie. Und man muss auch dazu sagen, letztes Jahr hat natürlich Gerassi viele Spiele gefehlt, verletzt. Wer weiß, ob die wirklich bis zum letzten Spieltag hätten zittern müssen, wenn der am Start gewesen wäre die ganze Saison. Weil er trifft natürlich richtig, richtig gut und macht da einen großartigen Job. Und die Mannschaft weiß es auch, ihre Stürmer, und da kommt auch rein, trifft sofort. Die Mannschaft weiß es, ihre Stürmer auch entsprechend in Position zu bringen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, Terence. Wenn, du weißt es selber, das gibt dir viel Selbstvertrauen, wenn du weißt, die Jungs, die bringen mich genau dahin, damit ich treffe. Es ist auch 100% gerade so, dass die bei Stuttgart alle morgens zum Training kommen und sich denken, geil, auch richtig Bock heute. Ich meine, läuft ein Undav rum, der denkt gerade wahrscheinlich, der ist R9. Naja. Gerassi sowieso. Und also, wenig Druck vor allen Dingen. Ja? Also Stuttgart hat ja keiner erwartet. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, nicht? Wenn du in so eine Saison gehen kannst, du hast die Liga gehalten, alle haben dich gefeiert, obwohl die Saison nicht gut war, aber du hast den Hamburger SV geschlagen, du bist in der Liga geblieben, kommst das genau, was Franke sagt, kommst in die Saison geil rein. Kein Druck, keiner erwartet irgendwas vom VfB Stuttgart, ja, und dann kannst du ein bisschen lockerer in solche Spiele gehen, nicht? Und dann, Automatismen, dann kommen Selbstverständnis dazu, auf mehr gehen Bälle rein, Gyorsi hätte von überall schießen können, jeder Ball war drin. Dann kommst du in so einen Flow. So ein Positiv-Flow, genauso wie es bei Union Berlin zum Beispiel ein Negativ-Flow ist, wo auf einmal gar nichts mehr geht, die Jahre davor performt haben. Und das kann man halt dann auch oft nicht erklären. Aber das ist das Geile am Fußball, dass solche Dinge passieren. Und es ist halt so viel die Rübe, die entscheidet. Und natürlich auch geiler Job gemacht. Ne? Also wenn wir jetzt vorher gesagt haben, da und da, so, aber nicht so gut gemacht. Fabian Wohlgemuth, du hast es schon gesagt, auch Sebastian Hoeneß, alle, die dazugehören, sind ja nicht die einzigen, haben da einen überragenden Job gemacht und haben eben super ergänzt, um eben diesen Fußball zu spielen, und geht halt auf. Und wenn wir auch nochmal in die Psyche gehen, da muss ich gucken, wie ich das formuliere. Ich habe so eine Beobachtung gemacht bei Sebastian Hoeneß ist ja, seitdem der jetzt bei Stuttgart ist, ein ganz anderer Mensch. Der hat Vollbart bekommen. Vielleicht ist jemand, klingt jetzt ein bisschen bescheuert. Wo willst du hin? Ich möchte darauf hinaus, dass Sebastian Hoeneß die Auszeit, die er hatte, bis er Stuttgart-Trainer wurde, genutzt hat, um auch an seinem ganzen Repertoire zu arbeiten. Der Sebastian Hoeneß, wie der an der Linie steht, hat eine ganz andere Körperhaltung als noch zu Hoffenheim oder zu Campus-Zeiten, hat ein ganz anderes Erscheinungsbild, hat auf einmal volles Haar. Das ist das, was ich sagen wollte. Nein, da wird jetzt jeder lachen. Wundert mich, dass die Bildzeitung die Geschichte nicht gemacht hat. Vielleicht dürfen sie nicht. Kai. Ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ich würde es auch machen. Erst dann, wenn er Longboard fährt. Bitte? Erst dann, wenn er Longboard fährt, noch dabei. Nein, aber da ist ja anscheinend optisch irgendwas passiert. Und ich glaube, der hat so ein Selbstbewusstsein mitbekommen, trägt jetzt eine Cappy. Ich muss immer auf Sebastian. Was ist denn mit dir? Hä, nein, wir können da mal. Hä? Ganz aber du ehrlich. Achtest nicht so auf Körperlichkeit. Mit Inhalten hat so seiner Trainerpersönlichkeit wir gearbeitet. Wir versuchen zu ergründen, warum es bei Stuttgart läuft. Willst du gerade neudeutsch sagen? Willst du neudeutsch sagen, er hat ein Glow-up gemacht? Die jungen Leute sagen das. Sebastian Hoeneß hat eine absolute Metamorphose vollzogen und ich glaube. Was? Okay. Aber um darauf aufzubauen, du hast recht, auch wenn du es anders gemeint hast. Warte, das Geile ist ja bei Sebastian Hoeneß, also als er gekommen ist, um das wieder in die inhaltliche Schiene sportliche Schiene zu schieben. Das ist ein geiler Typ übrigens. Stimmt, 100%, hast du da recht. Es hat ja sofort funktioniert. Die sind ja in der Sebastian Hoeneß-Tabelle auch in der Rückrunde auf Platz 8 dann gewesen, was ja schon mal gezeigt hat, dieses Team ist sehr stark. Wie kannst du auf einmal so ernst reden, Mann? Ich glaube gar nicht. Gib dem Mann mal einen Weizen oder so, weiß ich nicht. Und was er ja gemacht hat in der Zeit, als er keinen Verein trainiert hat, er ist zu Brighton gegangen und hat dort nochmal bei De Zerbi hospitiert, hat sich das angesehen. Und viele Elemente des Fußballs, den du jetzt in der Premier League siehst, den siehst du ja auch beim VfB Stuttgart. Undav ist von dort gekommen, also es passt einfach perfekt. Und ich finde schon, dass er in dieser Zeit viel gemacht hat, sich weitergebildet hat, neue Ideen zusammengetragen hat und die jetzt auch sehr, sehr gut umsetzt. Aber jetzt und er hat Haare natürlich. Aber jetzt ganz unten voll, wir sagen Männer, aber dann wäre das vom Weihnachtsmann. Das wäre falsch. Geguckt. Frauen und Männer, Damen und Herren. Ach so. Ihr habt alle unter Trainern gespielt. Es ist ja wohl so, dass du es wahrnimmst, ob ein Trainer an der Seitenlinie mit Brust raussteht, ob er was darstellt oder ob er. Also ich finde, das wird völlig unterschätzt. Eine Hose trägt.
Nein, aber ich weiß. Aber er war immer doch, verarscht. Es ist ein Unterschied, ob er eine Hose anhat oder nicht. Ob die Terrence, kannst, so du mir jetzt mal, kannst du mir jetzt mal bitte zur Seite spielen? Ja. Du weißt, also willst du mir sagen, ich habe Kreisliga gespielt, mein Trainer hieß Manfred und hatte eine Plauze und deshalb bin ich scheiße oder was? Das ist jetzt der Punkt, oder wo willst du hin? Ey, aber ich glaube, also auch, ich weiß, du wolltest da gar nicht drauf hinaus, aber ich würde auch, dann gehe ich auf deinen Zug. Ich glaube, er hat wirklich an seiner Trainerpersönlichkeit gearbeitet, ne? Also, das Erscheinungsbild, nicht nur das Erscheinungsbild, ne? Also auch das so ein bisschen. Das Erscheinungsbild ist sicher dann, ja, quasi am Ende das, was es widerspiegelt, was er an seiner Trainerpersönlichkeit auch gedreht hat. So, vielleicht ist er jetzt sich auch mehr darüber bewusst, was möchte er überhaupt sein als Trainer, was ist seine Spielphilosophie. Ich meine, du weißt das besonders gut, als Trainer braucht man selber auch irgendwo eine Philosophie, man muss sich selber treu sein, muss aber ja auch damit arbeiten, was man eben bekommt, was man hat. Wenn man da dann aber mitreden darf und sagen kann, punktuell würde ich gerne auf der und der Position verstärken, das haben wir jetzt auch bei Leverkusen gesehen, bei Alonso, der dann auch gesagt hat, punktuell, ich hätte jetzt gerne einen Granit Xhaka dazu und so weiter und so fort, auch nur punktuell verbessert so. Und ich glaube einfach, dass es bei Stuttgart sehr gut läuft, weil die Abläufe, das was Tuschel gesagt hat, einfach da sind, die Abläufe gut funktionieren, vor allem auch so die Pärchen gut funktionieren. Ne? Ob du jetzt die linke Seite hast, die wunderbar miteinander funktioniert, oder die rechte Seite, die gut harmoniert. Das sind einfach so Dinge, die wichtig sind. Du weißt es auch, also wenn quasi ne, die Außen gut funktionieren und du bekommst als Stürmer einfach die Bälle serviert, dann ist das perfekt. So, dann musst du halt, nein, also eure Stürmer müssen echt viel mehr machen, als nur einen Kopf dahin halten, aber ich glaube, das ist am Ende das, was Stuttgart jetzt gerade auszeichnet. Dass du eben einen Trainer hast, der volles Haar hat und Style hat. Das verarscht mich so ein bisschen. Basecap? Nee, ich sehe, also ich muss mir noch mal ein paar Bilder angucken aber in der Pause. Aber der Punkt ist ja wirklich da. Also Der ist da. Aber das mit der Spielweise hat eher mit Intelligenz zu tun, ne? Mhm. Also nicht mit Haaren, sondern ja. Ne? Ist einfach ein super intelligenter Mensch, ist ein Riesentyp. Ja, war schon immer ein sehr guter Trainer. Wir gucken mit der U23 von Bayern München in der dritten Liga Meister gemacht, mit einer sehr jungen Truppe. Bei Hoffenheim übrigens schon einen ähnlichen Fußball gespielt, jetzt nochmal fein getuned. Aber es passt halt einfach. Er passt zu dieser Mannschaft. Eben, er passt zu diesem Verein, weil sie ihn mit reinholen und ihn auch mitgestalten lassen. Und diese Passung ist extrem wichtig. Und der Glaube kam jetzt auch durch die Erfolge und durch die haben einfach Bock, das zu spielen. Ja. Das merkt man und deswegen. Und was Wahnsinn ist, das kann man vielleicht auch noch mal erwähnen: Personalie Angelo Stiller. Es gab in der Transferphase, der kam ja relativ spät, gab es dann unter den VfB-Bossen, das haben wir auch doppelt bestätigt, gab es eine kleine Diskussion. Da ist der Hoeneß da rein, hat gesagt: Ich will den Stiller. Stiller oder nix. So ungefähr. Und dann gab es einen VfB-Boss, den sagen wir jetzt nicht, hat gesagt: Was ist denn mit dem Stiller? Da hat der Hoeneß gesagt: Ich brauche den Stiller, um den Fußball zu spielen, den ich Fußball spielen lassen möchte. Und man sieht es wirklich. Ja, aber hier, der hat da nichts gerissen. Und da, es gab mal einen Bayern-Trainer, der hat mir gesagt, er ist schneller als Angelo Stiller. Sage ich auch nicht wer, aber Angelo Stiller ist, glaube ich, wahnsinnig unterschätzt. Hoeneß hat gesagt, ich brauche keinen anderen, hol mir den Stiller. Und es funktioniert. Und Angelo Stiller ist einer der Garanten für den VfB. Aber es ist doch super geil. Er hat bei Bayern mit ihm zusammengespielt, bei Hoffenheim, jetzt bei Stuttgart. Du brauchst ja ein, zwei Spieler, die deinen Stil kennen, die da wissen, was du willst. Denn wenn du Ideen hast und die einem Team vorstellen möchtest, ist es immer eine Unterstützung, ist es immer eine Hilfe, wenn dann ein Spieler schon sagt, okay, ich weiß ganz genau, was er will, mach das so. Jetzt ist Angelo Stiller noch vergleichsweise jung, trotz alledem sehr jung, aber trotz alledem habe ich das Gefühl, dass er schon vorangeht, dass er das fest im Griff hat, sowohl spielerisch mit dem Ball als auch gegen den Ball und dann auch den einen oder anderen Tipp geben kann. Ja. Und vor allem super interessant wird es ja am nächsten Spieltag, Stuttgart trifft auf die Bayern und da werden wir dann den Direktvergleich erleben. Traut ihr den Stuttgartern zu, dass sie auch das Spiel ziehen werden? Das hätte man vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass man das mal so ernst in eine Runde reinfragt. Ja. Also ich traue es ihnen zu, kann mir aber vorstellen, dass es da dann wirklich das Weltklasse-Team am Ende dann doch wieder sich durchsetzt. Dann lass uns in der Bundesliga-Spitze weitermachen. Wir müssen auch über Borussia Dortmund sprechen, die sich selber gerne an der Bundesliga-Spitze sehen würden. Hab mich schon gefragt, warum willst du über die Spitze und dann Dortmund reden?
Oh, ich sehe enttäuschte Gesichter in gelben Trikots. Das ist auch okay. Oh. Aber es ist das schönste Trikot, was ihr anhabt, ne? Das ist wirklich. Aber aus den 90er Jahren, das ist ein tolles Trikot. Das ist richtig, ey, das war das erste Trikot, was ich hatte. Wie viel willst du dafür? Kommen wir später drauf zurück. Ja, die Dortmunder verlieren ihr nächstes Spiel in der Fußball-Bundesliga. Ebenfalls im Pokal ausgeschieden. Jetzt 3:2 gegen RB Leipzig. Wir wollen einmal ganz kurz auf die Highlights schauen. Ui! Wir wurden gefindet. Was hast du gesagt? Ihr wurde gerade etwas gezündet, es riecht nach Rauch, aber das muss er selber erklären. Oh, mach die Fackel an, Frank. Ne, war auch schlecht verteidigt. Hör auf zu lügen, sag, was du gesagt hast. Ja, deutscher Nationalspieler, ne? Einmal Arsch wackeln, weg. Und also niemand macht den Jungen zum Nationalspieler, weil er Dinge nicht kann, sondern weil er sie kann und besser als andere. Sonst wäre er nicht Nationalspieler. Und das zeigt, dass wir halt einfach auch in dem Bereich Probleme mit der Qualität haben auf Top-Niveau. Werden wir gleich nochmal zu sprechen drauf kommen, wenn es um das Thema Nationalmannschaft geht. Ich meine, es ist ja auch bezeichnend, dass aktuell kein Nationalspieler bei Bayern in der Viererkette steht. Also auf keiner der Positionen. Borussia Dortmund, Terzic, ist da wirklich angezählt? Also viele Dortmund-Fans machen einen unzufriedenen Eindruck, weil irgendwie ist es auch so eine ambivalente Saison. In der Champions League ist man durch diese Mördergruppe weitergekommen, wo eigentlich viele mitgerechnet haben, gut, wenn es gut läuft, wären wir vielleicht Dritter. Wenn es ganz gut läuft, irgendwie durch. Jetzt steht man auf Tabellenplatz 1 vor dem letzten Spieltag. In der Liga hapert es, im DFB-Pokal wurde man vorgeführt, zweimal gegen Stuttgart, die das natürlich super machen diese Saison, aber letztes Jahr nur mal Relegation gespielt haben, wurde man zweimal vorgeführt. Könnt ihr die Kritik an Terzic, seinem Spielstil, auch verstehen? Oder sagt ihr, hey, die haben einfach dieses Jahr nicht so einen guten Kader zusammen? Manu? Ich vermisse einfach die Zeit, in der man diesen Vollgasfußball gesehen hat von Borussia Dortmund. Als man voll draufgegangen ist, mit viel Tempo dann umgeschaltet hat. Die Zeit ist halt leider vorbei. Edin Terzic schon in seiner ersten Zeit hat er ja erstmal versucht, die Defensive zu stabilisieren. Das war kein so schöner Fußball. Jetzt in seiner zweiten Amtszeit sieht es relativ ähnlich aus. Ich tue mir ehrlicherweise ein bisschen schwer mit der Bewertung der Gesamtsituation, weil ich die Internas nicht kenne, diese Transferstrategie, wieso Emre Can Kapitän geworden ist und so weiter. Da schwingt so viel mit. Und aber man hört ja raus, dass es da diese zwei Fraktionen gibt. Ne? Einmal die Fraktion Kehl, die dann zum Beispiel auch die kreativeren Transfers anschieben wollte, wie zum Beispiel Alvarez für die 6. Und dann Terzic, der halt gesagt hat, du pass auf, ich bin hier vorher, glaube ich, technischer Direktor gewesen. Ja. Ich weiß, was ich hier mache. Und ich will den Emre Can als Kapitän auf der 6 haben. Deshalb brauche ich den Alvarez nicht. Ja. Das scheint ja auch irgendwie ein bisschen zu haken da. Ja, genau. Und das meine ich ja, dass ich habe schon das Gefühl, dass der Fußball von Woche zu Woche schlechter wird, dass der Fußball von Woche zu Woche eindimensionaler wird und dass Borussia Dortmund das fehlt, was sie früher so stark gemacht hat. Und das war eben dieser Powerfußball. Nur tief hinten drin stehen und wie ein Absteiger spielen, das funktioniert nicht. Ja, wenn du zu 10 spielst gegen RB Leipzig, dann kann das mal funktionieren. Aber bei den anderen 16 Spielen, nein, auf gar keinen Fall. Dementsprechend, ich bin da ehrlicherweise ratlos. Ich frage mich auch, wieso man nicht mutiger ist, mutiger spielt. Und wenn es so weitergeht, dann wird man nicht mehr unter den Top 4 sein am Ende der Saison. Vielleicht auch einfach nicht die Qualität im Kader, Tusche? Boah, ich glaube schon, dass genug Qualität im Kader ist. Ja, das muss man schon sagen. Aber auch sehr viele junge Spieler, das muss man auch mal bedenken. Ja, also Adeyemi, der aktuell gar nicht klarkommt. Ich glaube, dass der im Kopf auch ein bisschen tot ist, ja, weil er mitkriegt, okay, ich komme jetzt gerade gar nicht mehr meine Pässe aufs Feld. Reyna spielt gar keine Rolle gefühlt, was ich nicht verstehe, weil ich den bei der Nationalmannschaft immer echt gut performt, obwohl er kaum spielt. Ich finde, dass der ein paar Minuten mehr bräuchte, auch kriegen sollte. Moukoko, klar, immer mal wieder verletzt, das ist auch so ein Ding. Aber bei der U21 funktioniert er auch. Ja, natürlich. Da will er ja nicht mehr hin. Ja, das ist bei No Gittens, jetzt hoffst du auf, dass der mal, aber der Junge ist ja auch erst 18 oder 19, glaube ich, also sich dann auf die ganzen Jungs zu verlassen, ja, aber wo ist denn Emre Can, ja, wo ist dann auch Marco Reus und solche Spielen, das muss man ja auch mal fragen, die Führungsspieler, ja, die das ja auch für sich, die es ja für sich einfordern, ja, die müssen ja in solchen Spielen vorne weggehen. Aber du hast ja eigentlich zwei Führungsspieler bei Dortmund, die gerade vorne weggehen mit Hummels und Kobel, oder?
ja, okay, aber also Guckuschi steht in der Kiste, klar, der geht vorne weg, weil, weil sie viel zu viele Tore kriegen und viel zu viel zulassen, ja, das, was ja auch Frank gesagt hat, Schlotterbeck, so kannst du ja auch nicht verteidigen, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja, Emre Can will der Aggressive Leader sein, es ist für mich zu oft, zu selten, ja, das ist meine Meinung, ja, Julian Brandt ist ein geiler Kicker, aber auch mal auch so, mal so, auch nie so konstant und das sind dann halt schon 3-4 Spieler, wo die jungen Leute ja auch erst hinschauen und dann links und rechts mit den Jungs ja funktionieren. Aber dafür müssen gerade die Führungsspieler in der Gruppe, in so einer Truppe erstmal funktionieren auf dem Feld. Ja, aber wenn die nicht vorne weggehen, ja, dann kann ich es nicht von den 20, 21, 18, 19-Jährigen verlangen. Und ich glaube, dass da zu wenig geführt wird in dieser Mannschaft von den genannten Spielern, ja. Und auch ein Süle, der kam rein, der war für mich eine Katastrophe. Boah, ja, also wirklich, der kam rein nach der roten Karte von Hummels, da habe ich gedacht, der spielt Balance aus, der, also die beste Aktion war sein Tor, ja, also das hat irgendwie, eigentlich kann er den Ball gar nicht treffen, ja, so wie er vorher gespielt hat, und das ganz zusammen, ja, dieser Cocktail ist gerade, ja, nicht gut, ja, und natürlich hat sich auch jeder was anderes vorgestellt und man darf nicht vergessen, sie haben, glaube ich, am 1. April bis Oktober, ich glaube, fast sechseinhalb Monate kein Spiel verloren. Das muss man auch mal sagen, ja. Und trotzdem wurden die Spiele, die sie gewonnen haben, auch wenn sie knapp waren, immer irgendwie schlecht geredet. Das macht ja auch was mit dem Kopf, mit der Mannschaft. Und jetzt haben sie natürlich eine Phase, wo gar nichts geht, ja. Das Einzige, was Terzic aktuell rettet, glaube ich, ist die Champions League, dass sie da durch sind, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht im Winter nochmal eine Veränderung gibt zum neuen Jahr. Paddy, du kriegst ja auch immer viel mit. Wie steht's um den BVB? Boah, also erstmal muss ich sagen, ich musste jetzt arg schmunzeln und da kotzt mich manchmal Social Media auch ein bisschen an. Ich sage jetzt nicht bewusst von allen BVB-Fans, weil man weiß ja auch nicht, wer sich dahinter verbirgt, aber Edin Terzic wird jetzt dafür kritisiert, dass er Edin Terzic ist. Und vor einem Jahr wurde er dafür gefeiert, dass der Mann aus der Kurve die Truppe fast zur Meisterschaft führt. Und jetzt wird er brüskiert und angemacht, weil er angeblich mal oder weil er mal Fansongs auch im Sportstudio gesungen hat etc. Also da sieht man auch so ein bisschen, wie schnell es sich drehen kann. Das sieht man auch, wir haben heute schon viel über Psyche gesprochen. Ich glaube, man sieht das auch derzeit Edin Terzic an, dass er massiv unter Beschuss steht. Ich glaube, er hat auch das Problem, dass er mit Julian Nagelsmann einen Schattentrainer hat, den er spürt. Das mag absurd klingen, aber warten wir mal ab, wenn sich Nagelsmann nicht dafür entscheidet, Bundestrainer zu bleiben. Und der kommt auf den Markt und so viele Optionen hat Nagelsmann nicht mehr, egal wie das mit der Nationalmannschaft ausgeht. Also ich glaube schon, dass das definitiv ein Thema ist beim BVB. Aber es ist unterm Strich ein Qualitätsproblem. Ich sehe das auch so. Nico Schlotterbeck, nicht der Mensch, aber der Spieler Nico Schlotterbeck ist jetzt einfach auch in einem Prozess, wo er den Erwartungen ein Stück weit hinterherläuft. Ein Niklas Süle ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation, das merkst du im Kopf. Und ich denke immer wieder an Edson Álvarez. Ich habe mich mit ihm lange unterhalten in den USA, als sie gegen die Deutschen spielten. Ist übrigens ein fantastischer Mensch, der gesagt hat, Florian, ich wollte zum BVB. Ich war traurig, ich war bereit. Der hat ein Haus gesucht. Der hatte quasi schon ein Haus gefunden. Wo wohnen die alle da? An irgendeinem See, oder? Dortmund. Königssee. Der war bereit, nach Dortmund zu ziehen. Die Frau, alles abgesegnet, der Kehl war in Amsterdam. Das war alles durch. Und dann hat der Terzic gesagt, brauche ich nicht, der Emre wird Kapitän, mit dem ziehst du durch. Und Edson Álvarez, jetzt sind wir wieder im Hätte, Wenn und Aber, aber ich glaube, der hätte dem BVB sehr gut getan. Vor allem im Ballbesitz, also das ist ja das größte Problem, wenn man über den BVB spricht. Wenn ein Emre Can, der ist dieser Mentalitätsspieler, den man dann hat gegen den Ball, der viele Zweikämpfe gewinnt, der hart zur Sache geht, auch nicht konstant, das stimmt, aber der zumindest das kann. Aber neben ihm wäre es derjenige, der Fußball spielt, wäre es derjenige, der den Ball zirkulieren lässt, der eine schöne Idee hat, um den Ball nach vorne zu tragen. Und da wäre er wahrscheinlich sogar ein richtig guter Kandidat gewesen. Das Krasse ist übrigens, dass die Dortmunder jetzt die Themen haben, die die Bayern immer haben. Diese ganze Führungsnummer und der Aki gegen den Kehl und der Kehl gegen den Terzic. Also die Bayern lachen sich kaputt über den BVB und das hat es auch lange nicht gegeben, weil sonst war es immer andersrum. Ja, aber das ist so, jetzt sprechen wir gerade darüber, ne? Ich glaube, dass die Geschlossenheit, die demonstriert wird, im Ganzen, erstens in der Führung, das sind halt nur mal die, die vorne weggehen, ja, dass die auch
abstrahlt, so auch auf die Kabine. Das spüren die Spieler in der Kabine, dass die sich nicht einig sind bei Transfers, dass der eine links sagt, der andere rechts. Das spüren die Spieler. Und das ist ja immer auch so ein kleines bisschen Alibi. Ja, jetzt soll ich für den und überall, aber schau mal, dann geht halt jeder so ein bisschen seinen Weg. Und ich glaube, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, bei Bayern München nicht so einig. Ich glaube, das wird wieder einig, so nach und nach. Aber bei Dortmund, das sind alles die, die jetzt irgendwie zumindest am Wochenende auch Probleme hatten. Und vielleicht nicht nur am Wochenende, aber und bei Stuttgart, da haben wir jetzt drüber gesprochen, letztes Jahr, die haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel, damit sie in der Liga bleiben, ja, und haben das rübertransportiert. Und plötzlich läuft es da. Leverkusen, seit der Xabi da ist, total geschlossen in eine Richtung. Boah, und es läuft. Also ich glaube, dass es schon viel auch macht mit den Spielern, dass sie nie das Gefühl haben, sie sind ganz alleine und ich muss jetzt regeln. Weil dann haben sie vielleicht auch die Qualität nicht, um das zu regeln. Das haben aber auch nur ganz wenige. Terence, willst du dich beim BVB sehen, vorne drin? Wenn sie mal einen brauchen? Du kommst mir mit Sachen. Ich wollte auch nochmal anschließen. Ich glaube, das siehst du vielleicht auch bei den Teams. Oder Schurka war jetzt ein gutes Beispiel. Man darf nicht unterschätzen, was für eine Macht ein funktionierendes Team hat. Weißt du, was ich meine? Wenn alle wie ein Schwarm funktionieren, alle gehen dieselbe Richtung mit, sind von dieser Idee überzeugt, wie Fußball spielen. Jetzt hatten wir den Vergleich zu dem hier unter Klopp, die Meisterjahre BVB. Da war ich nur ich war Amateurspieler, war einmal im Kader und ein paar Mal mittrainiert. Aber du hast einfach gemerkt, die kriegst du nicht auseinander. Ist egal, wer jetzt kommt, Bayern, egal wer, du wusst, die ziehen ihr Ding durch. Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch mit Stuttgart, die durch die Scheiße gegangen sind zusammen und jetzt einfach mega gefestigt sind. Plus natürlich haben wenig Erwartungsdruck und auch die Philosophie stimmt. Und das siehst du wahrscheinlich jetzt auch bei all den Teams, die gerade einfach performen. Und dann, das wollte ich einfach nur sagen, dass du merkst es von außen, wenn ein Team sich gefunden hat und wenn einfach diese Blase einfach intakt ist. Und Union ist jetzt wahrscheinlich ein Beispiel für, die sind vom Weg abgekommen, er weiß, was passiert ist oder was. Ja, genau ist. Aber irgendwie sind sie nicht mehr in diesem Boot, in dem sie vorher drin war, ja. Ja, wenn so eine Gruppe funktioniert, das sind auf eine Saison sicherlich 7, 8, 9 Punkte, ja, weil nach Rückständen, ja, wenn du Widerstände hast, aber wenn du als Truppe da bist, du hast 2, 3, die vorne wegmarschieren. Macht dich unsterblich, boah, wirklich. Ja. Da sind die anderen, die gucken hin, okay, da läuft es gerade nicht so gut, aber da hast du 2, 3, die wollen trotzdem den Ball haben. Mhm. Ja, gerade dann, wenn es nicht läuft, sind ja oft dann Spieler, die dann, ja. Die sich verpissen. Ja, genau, sich verpissen, ja, nicht aus dem Deckungsschatten kommen, sondern, ach, gib mir mal den Ball nicht. Und das ist halt bei Stuttgart extrem, zu 1000%, ja, dass da eine Einheit ist und die Kabine sich auch gegenseitig säubert, das ist ja auch wichtig, dass man Dinge anspricht. Ja, das ist extrem wichtig. Und gerade wenn es gut läuft, Dinge ansprechen, die gerade vielleicht den Erfolg gefährden, weil wenn es scheiße läuft, dann kommen sie alle aus ihren Ecken. Da erzählt jeder alles. Aber wenn es gut läuft, dann zu sagen, ey, Terence, lauf mal wieder mit, Alter. Du, seit 2 Wochen läufst du nicht mehr so wie vor 4 Wochen. Das sind Dinge. Sich das sagen zu können, anzunehmen, und dann bist du auf einem richtig geilen Weg als Mannschaft. Aber ist das vielleicht auch das, was beim BVB jetzt über längere Zeit ein bisschen falsch gelaufen ist, wo man dann zum Beispiel auch einen Trainer wie Edin Terzic in die Pflicht nehmen muss? Weil wenn ich mir jetzt die Interviews von dem angucke oder die Pressekonferenzen, ich habe manchmal das Gefühl, der sieht andere Spieler als ich. Und ich gucke da wirklich auch als Schalke-Fan komplett neutral drauf und die mauern sich halt nicht. Natürlich. Nee, wirklich jetzt. Ja. Es ist eine andere Liga. Auf so, jeden Fall. Leider. Aber die spielen 180 Minuten gegen Stuttgart und ich habe das Gefühl, da ist der Tabellen-14. Beim Tabellen-2. auswärts zu Gast. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man sich das in der Dortmund-Führungsetage oder auf dem Trainerposten so wirklich eingesteht. Und du hast gerade angesprochen, dass man sowas ansprechen muss, wenn es gut läuft. Ich habe jetzt bei Dortmund lange gehört, ja, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber wir punkten. Hans-Joachim Watzke, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, die Mitgliederversammlung, hat sich vor ein paar Wochen noch hingestellt und hat gesagt, aber wir werden mit Leipzig verglichen und man hat das Gefühl, der eine Verein gewinnt die Champions League und die anderen stehen kurz vorm Abstieg. Also wir sind ja im Pokal noch drin und stehen über denen in der Tabelle. Und zu dem Zeitpunkt hat Dortmund auch schon schlechten Fußball gespielt für die eigenen Ansprüche. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen, jetzt sind beide aus dem Pokal raus und die Leipziger sind vorbeigezogen. Also das greift ja eigentlich genau dahin, was du gerade angesprochen hast, oder nicht? War man vielleicht zu unkritisch? Die Frage ist ja, was er da außen sagt, ist ja seine. Die Frage ist ja, wie er es intern anspricht. Da sind wir alle nicht dabei. Ja? Also das ist ja das Wichtige. Ja? Ein Trainer will ja oft auch seine Mannschaft schützen.
Das ist ja auch richtig so, ja. Oder als Kapitän, als Führungsspieler nimmst du vielleicht auch mal ja, ein Scheißspiel auf deine Kappe, sagst, ey, komm, das Spiel war nicht gut von mir, ich habe was auch immer einen Fehler gemacht. Aber intern sprichst du die Dinge dann trotzdem nochmal anders an. Und das ist als Trainer wichtig. Du kannst natürlich als Trainer auch immer ja, die Mannschaft vor den Kameras ja, zur Sau machen. Cool, aber dann verlierst du sie ja irgendwann in der Kabine. Ja? Es ist ja auch mal was, vielleicht auch mal ein Spiel, was nicht gut lief, zu sagen als Trainer, ey, das nehme ich auf meine Kappe, nach außen, sagt aber intern was ganz anderes. Sagt er, ey Männer, ich habe euch jetzt gerettet, ich habe mich vor euch gestellt, aber so können wir nicht weiter funktionieren. Ja? Wir müssen was ganz anderes machen auf dem Platz, im Training unter der Woche, da fängt es ja an. Auch die Spieler, die hinten dran sind, die entscheiden ja auch viel. Ja, ob die erste Elf sind, ob die merken, oh komm, da ist jemand hinten dran, der macht mir, natürlich, der macht mir Dampf, das Trainingsniveau ist hoch oder auch das ist natürlich auch eine Führungssache als Trainer, ist ja auch so. Ja, wie gehst du denn mit Nummer 12 bis 22 um? Ja? Lässt du die liegen oder nimmst du auch die an die Hand? Weil irgendwann funktioniert die Nummer 8 und 9 nicht. Ja, in der Starting 11 und dann brauchst du mal Nummer 13, 14, 15. Ja, aber wenn du sie nicht beachtest, dann brauchst du nicht erwarten, dass der Spieler dann für dich als Trainer durchs Feuer geht. Ja, das sind ja auch so Dinge. Und da sind wir leider zu weit weg, da kann ich Terzic nicht einschätzen, aber es sind ja auch solche Dinge, wo die Spieler hingucken und wie eine Gruppe dann funktioniert. Als Ganzes, ja, mit dem Trainer zusammen. Also bei denen es jetzt nett gelaufen ist, da haben wir immer klar angefangen, was ist bei Tuchel, was ist bei Terzic? Also wir fangen erstmal mit den Trainern an. Ne? Also dabei sind sie ein Teil der Mannschaft, also erstmal die Gruppe und der Verein und alle, die dazugehören, sind da erstmal in der Verantwortung und dann hat natürlich der Trainer seinen Anteil und seinen Einfluss und so weiter. Und man muss dazu sagen, du sagst es vollkommen richtig, also ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass beim Edin auch Jungs, die gekommen sind und dann getroffen haben, so als Joker oder so, die sind da auch hingelaufen zu ihm. Das machst du nett, wenn du sagst, na, ich bin stinksauer, dass ich nicht spielen dürfte von Anfang an. Also von dem her habe ich nicht den Eindruck, dass das jetzt so intern, so zwischen Mannschaft und Trainer überhaupt nicht passt. Aber die Erwartungen von außen sind natürlich andere und dann muss es sich auf irgendjemanden zentrieren. Ja, und ich weiß nicht, ob das in dem Fall wirklich angebracht ist. Und du darfst doch nicht vergessen, ne? Das muss man auch ehrlicherweise mal dazu sagen. Sie haben Haaland verloren, sie haben Bellingham verloren, sie haben irgendwann mal Sancho verloren. Das macht ja auch was mit einer Truppe. Wenn du immer das Gefühl hast, jetzt gehst du den nächsten Schritt und wir haben uns beisammen, und dann geht wieder ein Leistungsträger weg. Und ich glaube, sie müssen von diesem Nimbus, dass wir holen uns diese zwei, drei Superstars irgendwie, an die sich noch keiner rantraut, wir entwickeln die und verkaufen die. Und da kann der Aki Watzke, hat er da reagiert auf das, was der Kalle Rummenigge gesagt hat, da schmunzeln die Bayern natürlich schon so ein bisschen drum, weil die Dortmunder werden die ja aus Sicht von Leverkusen, Bayern, Stuttgart, sie werden die ja eigentlich nie so richtig gefährlich, weil sie haben halt für ein, zwei Jahre einen guten Lauf, dann geht er wieder weg und dann haben sie wieder ein Jahr Probleme. Aber ist es bei Leverkusen nicht anders? Es ist doch genauso, oder? Bei Leverkusen ist aber eine komplett andere Situation. Bei Leverkusen bildet sich ja, wie Terence auch schon gesagt hat, da bildet sich ja eine ganz andere Homogenität gerade. Und da steht mit Xabi Alonso gerade einer an der Seitenlinie, der, glaube ich, aus Spielersicht, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ne? Der spricht noch nicht so klares Deutsch. Das kennen wir noch von Pep Guardiola. Es gab auch bei Pep Guardiola einige Spieler, die mussten sich echt anstrengen, das alles so zu verstehen. Und Xabi Alonso macht das sehr, sehr gut. Da läuft es aber. Und du hast mit Simon Rolfes einen starken Sportdirektor. Und all das hast du in der Dortmund-Konstellation halt gerade nicht. Und ich hätte zum Beispiel, das habe ich gar nicht verstanden, warum Paris Brunner, der geht mir auf die Bank, den hätte ich gebracht. Was hätte der zu verlieren gehabt? Also das verstehe ich nicht, dass er, das fand ich an Terzic verwunderlich, dass er da nicht den Mut gehabt hat, den einfach reinzuschmeißen. Und die Auswechslung nach der roten Karte war auch ein bisschen fragwürdig, ne? Da den schnellsten Spieler oder einer der schnellen Spieler rauszunehmen. Ja, und dann lässt du Füllkrug vorne alleine drin und der soll auf Konter spielen. Das war auch, was ist das? Sorry, also da habe ich mich wirklich gefragt, okay, also jetzt ziehen sie sich komplett zurück und spielen nicht mehr nach vorne, weil also... Ich liebe Füllkrug, ne? Ist ein mega geiler Stürmer und ich feiere den total ab, aber der ist jetzt sicher kein Konterspieler. Also, ne, den du dann nach vorne schickst und das musste ja irgendwo die Idee sein. Also den Wechsel fand ich auch ein bisschen fragwürdig. Deine Eingangsfrage war ja eigentlich Thema Trainer, ist es der Richtige, ne? Ich höre die ganze Zeit zu und frage mich das gerade wirklich, ob er
vielleicht, er ist ein total empathischer Typ und du sagst es auch richtig. Und ich finde ihn super sympathisch. Also ich mag ihm total gerne auch zuhören und das ist irgendwie immer alles, es hat irgendwie immer Hand und Fuß und ich glaube, es ist ein total netter Typ, der auch viel von Fußball versteht und weiß halt auch, wie unterschiedliche Jobs zu machen sind. Aber ich habe unterdessen das Gefühl, dass sie so ein bisschen ihre Spielphilosophie verloren haben. Und du siehst nicht mehr das. Wofür steht der BVB aktuell? Was ist jetzt gerade die Spielidee? Die besten Spieler der Saison sind Kobolo und Hummels. Und ich glaube, dann hast du deine Frage beantwortet, oder? Ja, irgendwo schon. So, und das ist irgendwie traurig, weil ich sehe es auch ein bisschen so, man hat vielleicht auch eher zu oft so auf individuelle Spieler geachtet, dann das Spiel danach ausgerichtet, dann waren die weg. Vielleicht muss man auch mehr darauf gehen, erstmal das Konstrukt oder das Team so als Ganzes zu stabilisieren. Und wenn du dann einzelne Spieler hast, die dann zu pushen, aber wenn die wegfallen, dann bricht nicht deine komplette Spielidee zusammen. Und dann musst du erstmal wieder 2 Jahre wieder klarkommen. So, ne? Wenn du jetzt Haaland zum Beispiel nimmst als Beispiel. Das finde ich gerade schwierig beim BVB. Und das ist jetzt, würde ich sagen, bei Stuttgart aktuell, wenn wir jetzt nochmal auf Stuttgart den Vergleich ziehen, die haben einen anderen Marktwert vom Kader her aktuell, aber das Konstrukt funktioniert. Wenn da einer ausfällt, ist das nicht so, dass du plötzlich so ein Leistungsgefälle hast. Du hast gerade aktuell 2 Stürmer, die überragend sind. Das spielt einem natürlich auch in die Karten, klar. Aber dieses Spielidee fehlt mir beim BVB gerade komplett. Und da ist dann die Frage, geht es noch mit dem aktuellen Trainer? Kann er wieder zurückfinden zu dieser alten Spielidee? Das, was den BVB ausgezeichnet hat, was er ja auch selber eine Spielidee hatte, oder braucht es vielleicht einen neuen Impuls? Meine Antwort wäre da wahrscheinlich nein, denn man braucht ja auch als Spieler, und da wird Terence wahrscheinlich zustimmen, man braucht ja auch eine Lösung, die einem gegeben wird, beziehungsweise gezeigt wird, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest als Spieler und wie du spielen möchtest. Und wenn ich mir ein BVB-Spiel ansehe, habe ich schon das Gefühl, dass viele ein Fragezeichen haben und jeder irgendwie versucht, so sein Ding zu machen, ohne dass da ein Konzept ist, wo man sagt, okay, erst hierhin, dann so hin, dann so. Das existiert nicht. Es sind 11 Einzelspieler, die da stehen, die alle ihr Bestes versuchen, die alle versuchen, irgendwie guten Fußball zu spielen, aber es nicht zusammenpasst. Und wer ist schuld daran? Da würde ich schon sagen, dass es eher der Trainer ist, denn der muss ja am Ende dann diese Idee vorgeben und diese Lösungen auch in Richtung des Teams transportieren, im Training und natürlich auch in der Spielvorbereitung. Ich glaube, was eintrifft, und das aus Trainersicht vielleicht mal interessant dann auch, du merkst, glaube ich, jetzt als Edin Terzic, oh Mensch, ich verliere gerade die Mannschaft. Mhm. Emre Can hat den Trainer zerstört mit dem Interview. Niklas Füllkrug, ich weiß nicht, wer die Szene gesehen hat nach Abpfiff, da ist er hinter Terzic her und er wusste natürlich, die Kamera schaut noch auf ihn und da hat er irgendwas gesagt mit ich weiß nicht wohin und so weiter und so fort. Hummels ist ein Meister der Rhetorik, davon kann Niko Kovac ein Lied singen, der kann dir im Halbsatz immer einen mitgeben und damit fängt er jetzt auch an. Und wenn du merkst, Füllkrug, Can, Hummels. Brandt auch schon teilweise. So, Julian Brandt, ne? Kobel hält sich noch zurück, weil der wird in 2 Jahren wahrscheinlich zu Bayern wechseln, aber wir sagten ja, wir haben ja schon mal einen Torwarttransfer verkündet, weißt du noch? Ja. Den weißt du gar nicht mehr. Natürlich weiß ich das noch. An die Shows mit dir erinnere ich mich immer, da geht es häufig auch um so Bärte und Frisuren und so. Nein, aber aus Trainersicht, wenn du das Gefühl hast, der Führungsspieler oder die Führungsspieler kritisieren mich gerade öffentlich, das macht ja auch wieder was mit dir im Kopf. Ja, das macht was mit dir. Jetzt müssen wir nur eins mal festhalten. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ein großes Interesse haben, dass sie erfolgreich sind. Und demzufolge suchen sie einen Trainer aus, der am besten zu dieser Truppe, die sie so zusammengestellt haben, passt. Und da sollte man schon das Vertrauen haben. Da ist ja noch ein Matthias Sammer auch, den ich sehr schätze. Und das ist ein unfassbarer Experte, ja, der da berät. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Edin Terzic da nett ist, weil er nett ist, was er definitiv ist, und weil er ein geiler Typ ist, weil er viel vom Fußball versteht, sondern weil Borussia Dortmund entscheidet, dass er genau der Richtige für diese Truppe und Situation ist. Wir alle sind nicht beim Training dabei, wir sind nicht in der Kabine dabei, wir wissen nicht, was die Vorgaben sind, wir wissen, dass es nicht funktioniert, und da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich glaube aber, die erste können wir ausschließen. Ich glaube nicht, dass der Edin Terzic sagt, spielt jeder, wie er will. Ja, und wenn es eng wird, dann verpisst ihr euch einfach. Das wird nicht so sein, sondern es wird ganz andere Ansagen geben. Die Frage ist dann die Umsetzung. Und wenn es dann hinterher dann heißt, naja, der lässt da mal was fallen und der da. Ja, es waren jetzt schon einige Trainer bei Dortmund.
Ja, und die waren alle nicht die richtigen. Auch für die Spieler die waren dann nicht die richtigen. Ich glaube, dass du da als Verein einfach ganz klare Statements setzen musst. Und ich hoffe, dass das noch kommt. Bis jetzt haben sie es durchgehalten, dass sie sagen, passt mal auf, bevor der Edin Terzic geht, geht ihr. Das gibt es in anderen Vereinen. Ja. Alle wollen immer sein wie Freiburg und wie Heidenheim, aber keiner hält es durch. Ja, und dann gibt man dem Druck der Spieler nach, die natürlich auch ein Interesse daran haben, gut dazustehen und irgendwo ihre Nachlässigkeiten auch irgendwo zu verkaufen. Und wenn man den Fokus dann, das kennt man auch, auf jemand anders lenkt, dann ist man erstmal fein raus. Und ich denke, das ist eine Entscheidung, die kann nur Dortmund treffen, die Verantwortlichen. Und sie müssen einfach entscheiden, ist die Passung so, wie wir uns das denken? Oder ist es nett? Gut, und dann demnach fällt die Entscheidung aus. Aber jeder dann einmal in einem Wort, weil wir sehr lange in dem Thema drin sind. Mit Terzic weiter, ja oder nein? Plätti. Ob es mit ihm weitergeht oder? Ob du es weiter mit ihm machen würdest? Ja, weil auch keine Alternative auf dem Markt ist, dem ich jetzt... Ein Wort nur. Ja, Edin Terzic ist noch der richtige Trainer für den BVB. Ein langes Wort. Frank? Ja. Noch. Nein. Nein. Ich sage auch noch. Dann verabschieden wir uns damit in die erste Werbepause. Danach geht's auf den Hot Seat mit Terrence Boyd. Und wir werden unter anderem auch noch über die zweite Bundesliga sprechen und noch über weitere Themen. Bis gleich nach einer kurzen Werbepause. Absolut Teamsport steht nicht nur für die besten Teamsporthändler der Welt, sondern auch für persönliche Beratung, die beste Qualität und natürlich auch ganz viel Vielfalt. Egal ob ein Jersey für den spontanen Wintereinkauf oder eine komplette Neuausstattung für dich und dein Team. Von Auswahl der Marke, über Druck bis hin zur Auslieferung ist Absolut Teamsport euer Ansprechpartner Nummer 1. Ihr braucht Jacko oder Hummel? Beides kein Problem. Oder neue Fußballschuhe? Auch kein Problem. Sowohl online unter www.absolut-teamsport.de oder vor Ort in über 40 Filialen weltweit. Findest du alle Topmodelle von Nike, Puma oder Adidas. Absolut Teamsport! Unser neuer Partner für die Ed Broski Show. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen zurück damit zu Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Und damit ihr hier natürlich auch nicht ohne irgendwas rausgeht, habt ihr neben den Twitch-Stops auch heute die Möglichkeit, diesen Schuh unterschrieben zu gewinnen. Wird hier gleich von unseren Gästen signiert. Ist natürlich auch ein paar, ist nicht nur einer. Ne? Und das alles könnt ihr erwerben bei unserem neuen Partner Absolut Teamsport, die Nummer 1, wenn es um Service und um Qualität geht. Wenn ihr Teamsport-Artikel benötigt, von Bällen bis Schuhen bis Teamkleidung, findet ihr dort alles. Also sehr gerne abchecken. Ist natürlich auch alles bei uns im Twitch-Chat und natürlich auch auf YouTube, wenn ihr das Ganze seht, verlinkt. Und wir freuen uns da auf jeden Fall, einen neuen Partner gefunden zu haben und würde deshalb auch einmal um einen Applaus bitten für Absolut Teamsport, unseren neuen Partner hier bei Ed Broski, die uns langfristig unterstützen werden. Und während ich die Schuhe jetzt hier samt Edding einfach mal rumgebe, Tusche, du kannst mal anfangen hier. Natürlich, gerne. Würde ich sagen, boah, wie clean das bei uns. Kriegen wir noch einen hin? Na klar. Scheiße. Ey, zack. Aber ein bisschen zu hoch angesetzt war meiner. Schöne 18er Alu. Aber Wahnsinn, Alter. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber zu Terrence Boyd in den Hot Seat. Der Hot Seat, heute mit Terrence Boyd. Viel Spaß. Es ist die 10. Spielminute. Ein Spieler läuft vor dir alleine aufs Tor zu. Lieber Freistoß und Rot oder Elfmeter und Gelb? Elfmeter und Gelb. Deutschland, Österreich und die USA. In welcher Liga hättest du gerne sonst noch gespielt und warum? England. Ja, ehrlicher Fußball. Wer war der talentierteste Spieler, mit dem du je auf dem Platz gestanden hast? Naby Keita. Welche Stadionatmosphäre hat dich am meisten beeindruckt? Wetzel. Du kannst deinem jungen Ich eine Ikone zur Seite stellen. Wer wäre es und warum? Eine Ikone? Boah, ich sag Henri. Wer war der ekelhafteste Gegenspieler, gegen den du je antreten musstest? Ich weiß bis heute den Namen nicht. Es war Euroleague-Quali irgendjemand in Griechenland.
Welcher Moment deiner Karriere hat dich am meisten geprägt und warum? Ich würde sagen 50-50 Kreuzbandriss und Aufstieg mit Lautern. Ach, warum ist er egal. Gibt es eine Person, die deine Karriere maßgeblich geprägt hat? Carsten Janka war bei Rapid Wien Co-Trainer und hat mir ein bisschen erklärt, wie man als Mittelstürmer zu fungieren hat. Wie sieht ein Terence Boyd-Frühstück aus? Also jetzt würden viele Leute sagen Kaffee-Mettbrötchen, aber eigentlich eher Rührei. Auf ein Tellerbrötchen wäre auch nicht schlecht, ne? Oh, Kaffee, und viel Kaffee. Von all deinen ertauschten Trikots, welches bedeutet dir am meisten und warum? Würde ich auch Chiellini sagen, weil es mein Debüt in der US-Nationalmannschaft war gegen Italien. Terence, vielen lieben Dank dir. Hast dich wacker geschlagen beim Hot Seat. Die Schuhe sind soweit bis auf Terence durchsigniert. Der wird hier gleich wieder bei uns Platz finden und dann werden wir die hier nach der Show an einen von euch verlosen. Wie gesagt, auf Twitch könnt ihr auch natürlich was gewinnen. Dafür einfach zuschauen. Mehr müsst ihr nicht machen. 3 Stück von euch können ein VIP-Ticket gewinnen. Dann könnt ihr immer nach Köln ins Studio vor Ort kommen oder nach Berlin, wenn wir mal wieder dort sind. Hi Terence, lauf ruhig durchs Bild. Ist kein Problem. Ich gebe dir direkt den Schuh mit. Hast dich gut geschlagen. Muss sagen, ich bin richtig enttäuscht, dass Hinteregger gar nicht erwähnt worden ist. Dein Goat. Du weißt, das ist, ich bin der größte Groupie von dem. Ich liebe den. Erzähl mir ganz kurz, ich mache gleich hier weiter Werbung für Socials und so, sorry, Management und alle, aber ich brauche ein bisschen Hinteregger-Content. Gib mir was. Soll ich anfangen? Also, ich liebe Leute, die nicht die Fußball nicht zu ernst nehmen. Und ich glaube, der hat das einfach als Job gesehen und ist irgendwie zufällig Nationalspieler geworden. Dann kam er nicht mehr zurück. Also es sind Sachen wie in der Mittags, es sind alles Sachen, die mir zugetragen wurden, weil ich habe nur gegen ihn gespielt, aber ich, ja, 2 Einheiten am Tag, in der Mittagspause kommt er mit blutverschmierten Jagdklamotten auch einfach zur zweiten Einheit, hat ein Whiskyglas in der Kabine im Spind stehen, dann gönnt er sich mal pur was. Was war noch alles, Mann? Das ist nice. Oh, das war, ja, hat als Jugendspieler bei Salzburg Angebot von Florenz bekommen. Profivertrag hat er abgelehnt, weil man da nicht gut jagen kann in der Region. ich selber, wie gesagt, habe in den USA Österreich gespielt, in Wien gegen ihn danach. Wir Amis sind im Club, er kommt alleine rein, holt sich ein Bucket Wodka mit Mischgetränken, haut die halbe Wodka leer, ist alleine und geht einfach wieder. Dann sind sie mit der Mannschaft, ich glaube mit Augsburg, nach Vegas geflogen. Koffer geht verloren, was ja nicht seine Schuld ist. Geht erstmal bei Las Vegas Knights in den Fanshop und holt, deckt sich volle Kanne ein mit der Montur- und Trainingsanzug von einem Eishockey-Club. Geht im Nobel-Restaurant Steak essen, nimmt das halbe Steak, Kappe ab und geht in den Club damit, während ihm Blut hier runterläuft. Solche Sachen. Nur solche Sachen höre ich. Der hat irgendwie, jetzt muss ich lügen, McLaren oder so, das war auch noch bei Augsburg, glaube ich. Ich habe meine Insider. Hat er einfach monatelang vergessen, dass da ein Auto steht von dem. Das sind solche Sachen. Das ist, ich liebe ihn einfach. Was ist das für ein geiler Flex, wenn du irgendwo in Augsburg einen scheiß McLaren stehen hast, ja, und nicht dran denkst. Ja, und die fragen so, was eigentlich mit dem Wagen, wen gehört denn der? So, ja, weiß ich auch nicht. Guck, das ist deiner Mann. Ah, ja, okay. Was ist das? Das ist geil. Grüße gehen raus an Hinteregger. Wenn du mal Lust hast, in die Ed Broski Show zu kommen und all das zu bestätigen, du bist hiermit herzlich eingeladen. Ich habe auch liebe Grüße gehen raus. Material, ich werde sein Autobiograf. Also das ist einfach... Wenn du das hörst, ich liebe dich. Wie kriege ich jetzt hier eine geile Überleitung hin, dass ihr der Show einfach mal folgen sollt? Tut's einfach, keine Ahnung. Und holt euch Tickets at broski.de, ne? Wenn ihr mal hier vor Ort sein wollt. Wir haben das Ticketsystem ein bisschen umgeändert. Könnt ihr da bereits für Januar und Februar die Tickets erwerben. Und es gibt auch ein paar Sachen, die ihr gewinnen könnt. Einfach im Chat dabei sein. 3 VIP-Tickets, dann braucht ihr die nicht kaufen. Und 500 € Gutscheine im Insgesamtwert von Adidas könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Ich möchte mit euch noch als nächstes über ein heiß diskutiertes Thema reden. Brandaktuell reingespielt worden. Es gibt einen neuen Investoren
Deal in der DFL. Es ist die Zweidrittelmehrheit erreicht worden. 24 Profiklubs haben dafür gestimmt, 10 dagegen, 2 haben sich enthalten. Und es gibt das Versprechen nach mehr Geld. Findet ihr das gut, dass die Bundesliga sich weiter vermarktet? Das ist ja immer so ein heißes Thema. Es ist die logische Konsequenz, um im professionellen Fußball erfolgreich zu sein, um den nächsten Schritt zu machen. Also so kritisch die erste Idee des Investors war im Sommer mit 2 Milliarden für 12,5%, wo es ja auch ganz merkwürdig aufgeschlüsselt wurde, dass die Vereine zur freien Verfügung Geld bekommen haben, was total wirr war. Sorry, dass ich kurz unterbreche. Ja. Für die Zuschauer, die das nur nebenbei hören, wir haben es hier auch einmal eingeblendet, was genau der Plan ist. Du darfst ja. Genau, also die erste Idee, die wir im Sommer diskutiert haben, die war von vorne bis hinten Quatsch. Die DFL hat ein bisschen was verändert, hat das nochmal angepasst und hat gesagt, okay, wir streichen es. Wir sagen, okay, nur noch 1 Milliarde, die wir haben wollen für insgesamt 8% der DFL-Tochter. Und dieser Betrag zur freien Verfügung, der fällt komplett weg. Also das Geld, diese 1 Milliarde, die wird komplett für die Bundesliga verwendet, um die nochmal auf ein neues Level zu heben, um die zu verbessern. 600 Millionen, das sind die, die hier stehen für genau die Dinge, also eine Streaming-Plattform, um einfach die Auslandsvermarktung zu verbessern, um auch einen Sponsor für die Bundesliga zu bekommen, also einen Namenssponsor und. Und das restliche Geld ist dann quasi als Rücklage für die Vereine, denn wichtig ist ja, der neue Investor bekommt einen Teil der TV-Gelder. Und das fällt ja erstmal für die Vereine weg. Und in den ersten 4 Jahren soll das nochmal aufgefangen werden durch so einen Rettungsschirm mehr oder weniger. Das ist das restliche Geld. Und so wie ich das jetzt erklärt habe, ergibt das total viel Sinn. Denn um sich zu verbessern, braucht man Geld. Aber das Geld hatte die Bundesliga nicht. Könnt ihr die Kritik daran nachvollziehen, dass viele Fans sich auch Sorgen machen? Es wurde ja ein Versprechen gegeben, dass diese Investorennummer keinen Einfluss auf den Spielbetrieb haben wird. Also dass zum Beispiel der Spieltag weiter aufgesplittet wird. Das ist ja immer eine große Sorge, dass die Samstag 15:30 Konferenz zerstückelt wird, dass es vielleicht wieder Montagsspiele gibt oder ganz verrückte Sachen, irgendwelche Pokalfinals im Ausland. Also kannst du da trotzdem verstehen, dass einfach das Misstrauen da ist, dass man Sorge davor hat? Ja, ich glaube, man muss definitiv die Meinung der Fans ernst nehmen, ganz gleich, was man davon halten mag. Ich glaube, es ist richtig, dass man sich diesem Investorendeal, der ja noch nicht abgeschlossen ist, dass man sich aber überhaupt erstmal eines neuen Weges öffnet. Die große Frage wird sein, wie reagiert die Ultraszene, wie reagiert der Kern der Fans darauf, die sich jetzt auch dagegen gestreut haben, da mitzumachen. Unterm Strich zahlt der Fan die Zeche für alles. Der kauft das Trikot, der kauft das Ticket. Ja, also man muss schon, glaube ich, jetzt nochmal in den Dialog gehen, auch mit den Fans. Und vielleicht ist es dann der Roundtable, wo der Aki nochmal zum Bier einlädt und der Uli holt nochmal ein paar Weißwürste oder was weiß ich. Aber du musst ja den Fans suggerieren, wir nehmen euch ernst. Und ich glaube, die Grundproblematik ist, dass der Fan sich verarscht vorkommt, weil er es vielleicht auch nicht versteht. Mhm. Trotzdem ist die Tür auf für Investoren, die richtige Lösung, weil uns ansonsten die Premier League finanziell auf jeden Fall abhängen wird. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Die Premier League, die wirst du nicht mehr einholen, auch damit nicht. Die Sachen, die ihr angesprochen habt, also neue Anstoßzeiten oder irgendein DFB-Pokalfinale in Saudi-Arabien, das ist ja nicht mit diesem Investorendeal vereinbar. Beziehungsweise die DFL sagt, okay, der neue Investor hat da kein Mitspracherecht. Es geht nur um die wirtschaftlichen Dinge, die man anpacken kann. Auslandsbüro beispielsweise, um dort besser sich vermarkten zu können. Aber diese Punkte, die Fans sehen und vor denen die Fans Angst haben, das ja auch völlig berechtigt ist, da hat man das anscheinend jetzt in diesem Papier, in diesem Strategiepapier reingeschrieben, dass das nicht passieren wird. Und das ist schon mal der größte Kritikpunkt, der damit erstmal wegfällt. Ich glaube, das große Problem mit dieser ganzen Investorengeschichte ist, dass einfach die Fans Sorge davor haben, wie das Geld dann eingesetzt wird. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, das Geld wird wahrscheinlich wieder prozentual eher da landen, irgendwo in der Top 4, irgendwo in der Top 5, Top 6 der Bundesliga. Und dann klatschen die Zweit- und Drittliga-Vereine in die Hände und sagen, ja super. Weißt du, wer belohnt werden muss? Wer die Eier hat, ins Ausland zu fliegen. Und wir waren jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA. Keine Sau hat sich in Amerika für die Fußballnationalmannschaft interessiert. Aber es gab Vereine, auch aus der zweiten Liga, du wirst es gleich wissen, mir ist das entfallen, wer es war. Paderborn. Kaiserslautern? Paderborn. Ihr doch auch, oder? Wart ihr nicht auch im Ausland? Ihr wart doch, glaube ich, in Amerika, ja. Oder? Ja. So, aber diese Vereine,
die diesen Mut haben, und das kostet ja sehr viel Geld, das kostet teilweise 7-stellige Beträge, diese Reisen zu machen, die müssen, finde ich, zuallererst belohnt werden. Wichtiger und Punkt. Egal, ob das Bayern ist, Leverkusen, Dortmund, Frankfurt mit Axel Hellmann, der da richtig Gas gibt, Kaiserslautern, mehr davon. Weil du, und ich bin auch dafür, dass du einen Supercup, warum denn nicht? Mach dann einen Supercup in Chicago oder was auch immer. Aber wenn es dazu führt, dass wir mehr Geld bekommen, das besser eingesetzt wird, bin ich dafür. Wichtiger Punkt. Denn diese Auslandsreisen, die kosten ja erstmal viel Geld. Na, du musst den ganzen Staff mitschicken, du musst die Spieler mitschicken und so weiter. Und das, wenn wir dieses Strategiepapier uns anschauen, genau das ist mit drin. Also die DFL will mit diesem Geld, was da jetzt reinkommt, unter anderem diese Reisen finanzieren, damit mehr Teams in die Staaten können, damit mehr Teams nach China kommen und so dann auch die Attraktivität der Bundesliga steigern. Aber das ist ja auch für mehr Fernsehgeld, oder nicht? Ja, natürlich. Also wenn du... Aber da sind wir, glaube ich, beim Grundproblem, was viele Fans haben. Und ich spreche jetzt mal nicht als Moderator, sondern als Schalke-Fan. Auch das soll vorkommen. Aber wenn ich mir die Aufschlüsselung des TV-Geldverteilers anschaue, dann wird das irgendwo wieder bei den Top-Clubs in Deutschland angucken. Und die Vereine, die den Bundesliga-Fußball oder den deutschen Fußball im Leben halten, Kaiserslautern in der zweiten Liga, der Hamburger Sportverein, der FC Schalke 04, Hertha BSC, das sind die Vereine, die eine Relevanz für Zuschauer haben, dass sie ins Stadion gehen, dass die im Fernsehen einschalten, und die werden davon wahrscheinlich wieder am wenigsten sehen. Die Vereine, die belohnt werden, sind dann die RB Leipzig, TSG Hoffenheims und weiß ich nicht, dieser Welt. Und dann kann ich schon verstehen, dass traditionalistisch eingestellte Fans das einfach sehr kritisch sehen, weil du verkaufst am Ende irgendwo, zum Beispiel gesagt, die Seele deiner Liga. Und für was? Was bringt es dem Kaiserslautern-Fan? Dann sitzt er da und sagt, ja schön, wir sind ja trotzdem in der zweiten Liga. Naja, wenn ein Verein wie der 1. FC Kaiserslautern in die Staaten fliegt, dann macht er natürlich zum einen Werbung für die Bundesliga, aber auch Werbung für sich selbst. Ja, aber es geht ja darum, dass die ganze Liga verkauft wird und nicht ein eigener Verein. Das ist doch der Punkt. Also wenn ich jetzt selber als Verein sage, ich mache ein Trainingslager irgendwo in den USA, um mich selber weiter zu vermarkten, dann kostet es vielleicht 1 Million, vielleicht habe ich Glück, da kommen irgendwann mal 2, 3 raus, wenn die Kalkulation so aufgeht. Aber wir verkaufen ja nicht den Verein FC Kaiserslautern, 1. FC Kaiserslautern, sorry, oder den Hamburger SV, sondern wir nehmen ja das Komplettprodukt Bundesliga, 1., 2., 3. Liga. Und es werden ja schon die Topvereine am meisten profitieren. Ja, natürlich. Ist das so, das wäre meine Frage, die ihr mir hoffentlich irgendwie beantworten könnt, ist das so erstrebenswert zu sagen, wir wollen wie die Premier League sein oder wir wollen da hinkommen? Findet ihr es? Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Premier League eingeholt werden soll, weil die so weit weg ist. Die verdienen allein durch die Auslandsvermarktung 2 Milliarden Euro umgerechnet. Deutschland bzw. die Bundesliga ist bei 200 Millionen. Das ist so weit weg, das kriegst du nicht gebacken. Das Ding ist, wenn das TV-Geld steigt, und das ist ja die Idee, das ist ja das Ziel, dann wird jeder Verein mehr bekommen. Über den Verteilerschlüssel, über den kannst du jederzeit sprechen, und auch da sollte sich auf jeden Fall was ändern, dass die Schere zwischen dem 1., dem FC Bayern und wahrscheinlich ist es jetzt Darmstadt 98, die auf Platz 18 stehen, dass sich das verringert, dass das ausgeglichener ist. Aber mit dem Investorendeal an sich hat das erstmal gar nichts zu tun. Also zunächst mal soll ja das System gestärkt werden, ne, mit diesem Deal. Also, und wenn das System stärker wird, dann kann jedes Einzelteil dann natürlich auch entsprechend wachsen. Ja, und das ist der Ansatz. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, wenn das System DFL, wenn wir präsenter sind, mehr zur Verfügung haben, gerade digital und so weiter, wenn man jetzt sieht, ich war in den USA 10 Tage, habe mir das angeschaut, wie das da alles so abläuft mit den Playoff-Spielen und so weiter, die Vermarktung, das ist Wahnsinn. Also da sind wir wirklich noch ganz weit hinten dran. Und wenn wir uns da nicht öffnen, dann kann ja nicht mehr Geld ins System reinkommen für jeden einzelnen Verein, sondern dann bleibt es halt bei dem, was es ist. Und wenn du das System aber stärker machst und es besser vermarkten kannst, ja, dann kannst du natürlich für jeden einzelnen Verein auch wieder mehr rausholen. Ich glaube, die Frage ist, und ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schlüssel dann am Ende funktionieren soll, also ich lasse mich da auch gerne abholen, aber ich glaube, das, wo viele Fans einfach von diesen kleineren Vereinen, von den Traditionsvereinen in der zweiten Liga sich einfach die Frage stellen, ist es mir das wert, dass das Ding in 2 Jahren Katar-Bundesliga heißt und am Ende des Tages profitieren prozentual RB Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg und Dortmund und Bayern am meisten, mit denen du sportlich sowieso nichts zu tun hast. Dann kannst du sagen, ja super, ich habe in der zweiten Liga 1 Million mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube, das ist die Sorge. Vielleicht auch mal die Frage ans Publikum, könnt ihr vielleicht mal applaudieren, wenn ihr einen ähnlichen Gedankengang habt. Vielleicht stehe ich auch komplett alleine da. Aber prinzipiell seid ihr offen dafür? Mich würde die Meinung des Köpernickers interessieren.
Ich glaube, das was, was Frank sagt, ist wichtig, wenn es das System stärkt, ja, und ich glaube, was am allerwichtigsten ist, Transparenz, ja, dass jeder, gerade der Fan, wenn du, die darfst du natürlich nicht verlieren bei dem Ganzen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ja, weil wir schon in Europa, gerade die Bundesliga, selbst zweite Liga, ich glaube, wir sind sogar vor Frankreich im Zuschauerschnitt, was die zweite Liga betrifft, haben bald die La Liga eingeholt. Also das ist ja schon Faustpfand für uns in Deutschland, dass die Stadien so voll sind. Ich darf sie jede Woche begleiten in der zweiten Liga. Tern spielt jede Woche auf dem Betzenberg vor 40 oder fast 50, fährt auswärts, wo 50, 60 sind, Schalke, ja, immer ausverkauft, und ich glaube, dass das wichtig ist, ja, und wenn wirklich jeder davon partizipiert, ja, dann kann auch jeder damit umgehen und dann ist es auch okay. Ich fände es eine Katastrophe, wenn sie Katar-Bundesliga heißen würde, ja, das, also ist meine Meinung, ja, ich finde es auch nicht gut, ein DFB-Pokal-Finale irgendwo im Tschad zu spielen oder auf Grönland, also ich finde, dass das schon in Deutschland bleiben sollte, ja, das ist meine persönliche Meinung, ja, aber dass man mit dem Geld, wenn man es gut einsetzt, und für uns die Bundesliga, zweite Liga und alle Vereine, wie sie heißen, stärkt und voranbringt, dann bin ich auch offen dafür. Ja? Aber wenn es natürlich dann wirklich nur die, ja, die High Class betrifft, ja, dann braucht es natürlich kein Mensch, das ist ganz klar. Eine Sache. Denken wir doch mal an Fortuna für alle. Also, überragend. Wenn du vermarkten kannst, dann machst du die Hütte voll und alle dürfen umsonst ihren Verein sehen und ihm zujubeln oder so. Mhm. Das hat schon auch was, finde ich. Also das ist top in meinen Augen. Eine Sache beim TV-Geld ist vielleicht noch ganz wichtig. Der TV-Vertrag läuft aus und wir reden ja seit Jahren darüber, dass die Blase platzen wird, dass das TV-Geld immer weniger werden wird. Und wenn man mit Experten spricht, die bei der Vermarktung mit dabei sind, dann hört man eigentlich von jedem, dass dieses Geld, dieser Betrag, den du jetzt hast, die 1,2 Milliarden, glaube ich, die die Bundesliga bekommt, dass dieser Betrag eher zurückgehen wird. Was bedeutet das? Dass natürlich auch die kleinen Vereine, Schalke zum Beispiel, weniger Geld... Kleiner Verein? Klein im Sinne von... 180.000 Mitglieder. So, und... Frank, und darf er so mit uns reden? Nee. Ei. Das ist ja Wahnsinn. So, aber jetzt hat er sich überfahren. Ich hab das Schalke-Thema bewusst aufgemacht, denn was hat Schalke nicht? Geld. Sie können sich kein Trainingslager leisten. Bald können sie den Rasen aus der Arena nicht mehr fahren. Haben wir Security hier? Schafft ihr mal raus. Das ist ja Wahnsinn. So, naja, pass mal auf, Portugal-Trainingslager wurde bestätigt. Okay, das ist eine positive Sache. Ja. Worauf ich da hinaus will ist, wenn das TV-Geld nach unten geht, dann bekommt natürlich auch Schalke beispielsweise weniger Geld. Und das könnte fatal werden für den einen oder anderen Verein. Denn wir haben ja gelernt, dass Vereine nicht Geld sparen, sondern das sofort wieder ausgeben. Also musst du ja einen anderen Weg finden, um in Zukunft mehr Geld zu verdienen. Ja, aber der Weg ist doch scheiße. Sorry, normalerweise rede ich hier nie als Moderator mit, aber ich muss jetzt mal ganz kurz rein. Ich kann noch nicht jahrelang erzählen, wie toll diese ganzen Traditionsvereine ist. Ah, hier der Betzenberg, die beste zweite Liga der Welt. Und guck dir das an. Und die zweite Liga ist eigentlich die geilste. Und dann guckst du in die erste Liga rein, wie das TV-Geld verteilt wird oder wie Konferenzen und Spieltage angesetzt werden. Und dann findest du dich in Bundesliga-Konferenzen mit. Das war letzte Woche, als das Bayern-Spiel ausgefallen ist. Also guck ich mir lieber eine Zweitliga-Konferenz an, weil die Vereine einfach interessant sind. Und wenn am Ende, wenn, Konjunktiv, dieses Investorengeld dafür steht, dass ich den Namen, dass ich die Seele meiner eigenen Liga verkaufe, dafür, um durch den aktuellen TV-Geldverteilungsschlüssel Vereine wie RB Leipzig, die zufälligerweise ganz häufig Samstag 15:30 spielen, die TSG 1899 Hoffenheim, Wolfsburg, ist nichts gegen die Vereine, aber die haben nun mal in den letzten Jahren enorm von diesem System profitiert und ich sehe halt einfach nicht, dass die weitere Vermarktung dafür sorgt, dass wir kleinere Vereine wieder hochholen oder Vereine, die wirklich relevant sind und die sich nicht erkauft haben. Und deshalb, ich muss sagen, stehe dem relativ kritisch gegenüber, weil ich weiß nicht, ob es das braucht. Ich finde, wir können nicht jahrelang erzählen, wie toll unsere Fankultur ist und dass in England eigentlich alles scheiße ist und dass es aufgeblasen ist. Und jetzt machen wir genau das Gleiche. Und ich würde um Geld wetten, dass das Ding dann wirklich in 2-3 Jahren Qatar Airways Bundesliga heißt oder weiß ich nicht, was es da noch so gibt. Eins muss natürlich auch sagen. Ganz außer Acht, dass man darf man natürlich auch nicht lassen, die Vereine, die du gerade genannt hast, die haben natürlich in den letzten Jahren ganz schön viel richtig gemacht. Und andere große Vereine haben vielleicht auch nicht ganz so viel richtig gemacht. Und deshalb stehen sie sportlich da, wo sie stehen. Steht außer Frage. Also, irgendwo wird es auch abgebildet. Vielleicht nicht
bis ins Letzte. Das ist schon wichtig auch, dass man sich diese Kultur natürlich auch erhält. Die ist total wichtig. Trotzdem, also das ist mir zu schwarz-weiß, wenn man das sagt. Ja klar, man muss irgendwo alle abholen. Ja, die haben sportlich schon extrem viel richtig gemacht und die anderen halt nicht. Ne? Ich finde auch, das wichtigste Wort, was jetzt gefallen ist, war Transparenz. Also wie verteilt wird, wie ist jetzt bei all den, wenn es jetzt echt mal dahin geht, dass es ein bisschen fairer wird für die meisten Teams und gerade die kleinen. Ich glaube, da brichst du keinen Zacken aus der Krone, wenn da Bayern mal 1-2 Millionen weniger kriegt, aber wie gesagt, ein Zweitligist, der freut sich, der macht Luftsprünge. Ne? Keiner Bock auf jeden Fall auf ein Pokalfinale im Ausland, brauchen wir auch nicht drüber reden. Also ich kann es verstehen mit bei uns Lautern, bei uns ist da noch ein bisschen eine andere Geschichte. Wir sind eben der größten US-Militärbase der Welt im Rammstein. Also wir haben auch eine große Community in den USA. Ich kann es verstehen, dass man diese Marketing-Trips macht, dass der Club wächst, dass du aus dem Ausland Merchandise, Tickets, bla 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 bla. Verstehe ich alles. Aber was du auch noch gesagt hast mit, ja, am Ende zahlt der Fan die Zeche, ne? Also bei den ganzen Entscheidungsträgern, ich finde es immer ganz lustig, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen sollte, aber manche vergessen, glaube ich, wie viel Macht die Fans haben. Was macht denn die Liga TV? Wir können jetzt über TV-Geld reden, wie wir wollen. Wenn einfach mal die Stadien leer sind am Wochenende, wenn einfach mal keiner kommt, wenn alle streiken, dann habe ich auch ein Problem als aktueller Fußballprofi, weil, weißt du, was ich meine? Weil dadurch kriegen wir unser Geld. Das meine ich ja, also da musst du vielleicht mal in die Richtung schlagen, alle zusammen, alle Fans, nee, bis hier noch nicht weiter, wenn es jetzt um so Investorendeals und so eine Scheiße geht, ne? Also ich kann es auf einer Seite verstehen. Ja, stopp. Auf einer Seite verstehe ich es, weil um wettbewerbsfähig zu sein, du brauchst Geld in diesem Scheißgeschäft. Es ist einfach so. Wir können vom Fußballmantik reden, wie wir wollen. Du brauchst Geld, um zu funktionieren. Du brauchst Geld, um gute Schlüsselspieler zu holen, um Infrastruktur, bla bla bla. Aber ja, genau, das ist immer so eine Gratwanderung, zu welchem Preis. Weißt du, was ich meine? Weil, wie gesagt, dieser Fußball ist nicht mehr so wie, weil die Liebe zum Fußball, wenn ich sie jetzt als Fan beobachten würde, ich schwelge in Erinnerung, wenn ich an Premiere denke und damals, da keine Ahnung, Thomas Linke, das waren alles so voll die krassen Legenden und jetzt das irgendwie alles immer mehr verkauft. Und das kommt von jemandem, der auch bei RB war. Ne? Also, ne, ich bin da schon sehr, sehr ehrlich. Es ist nicht mehr dasselbe wie früher, was diese Romantik, das Fußballerherz hochspringen lässt. Weißt du, was ich meine? Und das meine ich ja mit dieser krassen Gratwanderung. Okay, wir brauchen Geld, aber zu welchem Preis? Das ist ein bisschen, das ist tricky. Sehr tricky. Mach mal einen Punkt hinter, oder? Dass es tricky ist. Pünktchen, ja. Dann lass uns ins nächste Thema reingehen, wenn wir über kleinere Vereine sprechen, die aber aktuell den DFB-Pokal dominieren, dann geht es zwangsläufig um die zweite Fußball-Bundesliga. In Hamburg scheint man das Gewinnen verlernt zu haben. Im Gleichschritt lassen St. Pauli und der HSV seit 2 Spieltagen Punkte liegen. Nutznießer, Holstein Kiel. Der Nordclub steht nach dem Spieltag durchaus überraschend punktgleich mit St. Pauli an der Spitze. Während Kaiserslautern unter der Woche ins DFB-Pokal-Viertelfinale einziehen konnte, war der Ligaeinstand von Dimitrios Gramotzes nicht von Erfolg gekrönt. Unterdessen kann Schalke den Aufwind aus dem letzten Spiel mitnehmen und die Abstiegsränge nach dem Erfolg am Sonntag verlassen. Was ist sonst noch los in der mal wieder besten zweiten Liga aller Zeiten? Jetzt bei Ed Broski. St. Pauli stolpert also ein wenig in Osnabrück, ist aber trotzdem weiterhin ungeschlagen. Wir haben sie mal für euch hier aufbereitet, die Statistik. Unter Hürzeler, Pauli möchte einfach nicht verlieren, auch nach dem nächsten Zweitligaspieltag. Bei den Hamburgern, beim anderen Nordverein, sieht es nicht ganz so gut aus. Berechtigte Kritik so langsam an Tim Walter? Boah, jetzt guckst du mich an? Ja. Das ist fies. Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass St. Pauli wirklich sehr, sehr ansehnlichen Fußball spielt, der meiner Meinung nach auch sehr gut in die erste Liga passt, obwohl ich die zweite Liga persönlich mehr abfeiere. Also für mich ist es eine Win-Win-Situation. Ich habe sie gerne in der zweiten Liga, aber feiere es auch sehr, wenn sie aufsteigen sollten. Der HSV, und das ist jetzt ja kein Geheimnis, dass ich recht verbunden bin jetzt auch mit St. Pauli,
und dementsprechend nicht ganz so verbunden bin mit dem HSV. aber ich bewege mich ja unterdessen auf Sphären, wo man auch neutral sein muss. Und ich muss zugeben, dass der HSV mich langsam traurig macht. Also, ich hatte letztes Jahr so einen Schlüsselmoment. Ah nee, das war vorletztes Jahr, da sind sie auch schon nicht aufgestiegen. Und das war vorletztes Jahr, da war ich auf Malle. Alleine, weil mein Team zu einer anderen Zeit, bla bla, ist auch egal. Auf jeden Fall saß ich in der Bar und habe dann dieses Spiel gesehen, als der HSV die Chance hatte aufzusteigen. Und sie haben es nicht geschafft. Und dann saß da dieser weinende HSV-Fan. Und dann habe ich ihm ein Bier gekauft, habe ich neben ihn gesetzt, habe gesagt, hey, es tut mir mega leid, ich bin St. Pauli-Fan. Scheiße, oh mein Gott. Richtig, was bist du für ein schlechter Mensch? Nein, am Ende haben wir zusammen. Nein, ich hatte auch eine Träne so im Auge, so, ne? Weil es mir echt leid getan hat. Ja, aber stell mal vor, guck mal, da sitzt ein Dortmunder neben einem Schalker. So, und wenn. So, letztes Spiel. Also, letztes Jahr mussten wir ja beide weinen. Aber wenn dein. Ist ja ein Kumpel, ne? So, wenn du da jetzt letzten Spieltag sitzt und ihr seid nicht Meister geworden, ne? Hast die Scheiße gefühlt. Und dein Kumpel guckt dich an und sagt, ist nicht so schlimm. Ja, aber nachtreten. Nee, ich habe nicht nachgetreten. Wirklich nicht. Das tat mir leid so. Und jetzt, dann habe ich mir gedacht, okay, also dieses Jahr, also dann haben sie ja nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, ne, wenn ich mich nicht, also jetzt muss es doch klappen, so beim HSV, ne? Und dann guckst du die Spiele vom HSV und ich schaue die Spiele vom HSV, was ist denn mit mir? Also, ich will, dass die aufsteigen, aber das, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Die sind einfach, also. Ich habe das jetzt nicht gesagt, wer war das? Also es ist die Abwehrleistung aktuell, ja, da kannst du mir auch kommen mit, dass da Verletzungen sind etc. Sie haben meiner Meinung nach aktuell die mit schlechteste Abwehr der zweiten Liga und damit kannst du nicht aufsteigen. Aktuell ist es, ja. Also neben dir sitzt ein ehemaliger Schalke-Trainer, der würde dir vielleicht widersprechen. Ja, mit. Aber darüber reden wir gleich noch. Also das Tollste wäre, wenn beide Hamburger Vereine hochgehen. Das würde ich wirklich feiern. Das wäre mega. Es gibt ja noch einen dritten norddeutschen Verein, der auch Kiel. Gut dabei ist. Ja, würde ich auch feiern. Für die habe ich auch gespielt. Und die sind echt gut. Ja, die sind echt gut. Aber eben, HSV aktuell, die müssen auf jeden Fall, wir kommen auch dann noch zu Transfers, ne? Die müssen auf jeden Fall in der Abwehr was tun. Tusche, das wie siehst du als Zweitliga-Experte? Den Hamburger Sportverein und Tim Walter? Ach ja, Tim Walter, habe ich gar nichts zugesagt. Ja, ist kein Problem. Dann bitte. Boah. Raus damit. Echt, darf ich das jetzt? Natürlich. Das wird mir für immer. Ich finde, es ist nicht der Richtige. Ist nicht der Richtige für den HSV. Wenn der HSV aufsteigen will, dann brauchen sie einen neuen Trainer. Ist für mich einfach nicht der Richtige. Das ist viel zu sehr dieses Ja und Wow und auch der steht so für den Verein und der macht das so geil. Nee, er ist zu durchschaubar, seine Spielart. Nein, also mit ihm und auch erste Liga würde der HSV mit ihm nicht bestehen. Sorry. Boah, das wird irgendwo landen. Das dann wäre ich, gehatet. Ich muss die hier Dings Kommentarfunktion machen. Wie geht Hamburg nicht falsch das, ab? Ich stell das kurz aus. Es ist nicht schlimm. Ich glaube sogar, dass sie angekündigt haben, dass es eine große Analyse gibt nach dem letzten Spiel. Jetzt in Nürnberg beim HSV. Und ich glaube, wenn das Spiel nicht gewonnen wird, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es im Winter da sogar eine Veränderung gibt. Ja, weil sie unter Tim Walter nicht die Weiterentwicklung sehen, die sie, glaube ich, sich erhofft haben. Das ja? sind die ähnlichen Probleme wie letztes Jahr, richtig? Genau, ja, es ist so. Also es ist, du weißt, was auf dich zukommt als Gegner. Es gibt keine Überraschung, Terence. Oder es sind wahrscheinlich für den Trainer schon mit die einfachsten Spiele vorzubereiten, weil du weißt, was für Abläufe kommen, du weißt, wie sie verwundbar sind. Ja? Er sagt ja auch immer wieder, sie bleiben bei sich, was ja auch in Ordnung ist. Ich weiß ja auch, was er damit machen will. Er will halt zeigen, okay, wie sind der HSV? Ja? Aber sie sind so berechenbar. Ja, aber er hat auch eine Art und Weise manchmal, wo er halt jeden Gegner noch geiler macht, den HSV zu spielen und zu sagen, komm, ey, den haben wir heute mal die Knüppel zwischen die Beine. Ja, weil er auch nie nach Spielen mal sagt, ey, der Gegner war heute einfach mal gut und besser als wir heute, als der HSV.
Er sagt immer, wir bleiben bei uns, wir bleiben bei uns, was ja auch in Ordnung ist. Aber die Art und Weise finde ich manchmal grenzwertig. Und du machst damit halt auch mit Aussagen vor Spielen halt Gegner so geil. Also wenn ich manchmal Aussagen gehört habe als Trainer, da hätte ich nur das abgespielt vor dem Spiel. Die Jungs machen es sowieso. Sage ich, boah, geil, da haben wir mal richtig Bock drauf. Ja. Und trotzdem ist es jetzt nach Spieltag 16 ja, wieder nur Platz 3. 4 Punkte Rückstand aktuell. Und natürlich hast du diesen Druck als HSV, aufsteigen zu müssen, aber es ist auch schon das 6. Jahr. Das muss man auch mal sagen, in Summe. Und die Mannschaft ist sicherlich gut, aber die Spielweise, und da bin ich auch bei Rachel, dass sie ja, viel zu offen spielen. Ja? Dafür haben sie einfach auch nicht das Tempo in der letzten Kette. Nee. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und klar haben sie Verletzungspech, aber es haben andere Mannschaften genauso. Ja? Und ich könnte mir, wie gesagt, musst vorstellen, du so verpflichten. Bitte? Dann musst du auch so verpflichten. Ja, dann Logo. Ja, und, nein, nein, das ist, ich könnte mir vorstellen, dass es da wirklich, wie gesagt, in der Winterpause, wenn das Spiel nicht erfolgreich bestritten wird, sprich mit 3 Punkten gegen Nürnberg, dass man da vielleicht sogar eine Veränderung vornimmt. Um das große Ziel, den Aufstieg, endlich in die erste Bundesliga nicht zu gefährden. Wie siehst du den HSV aktuell, Plätti? Ich kann mich nur anschließen, dass ich ihn gerne in der ersten Liga sehen wollen würde, weil die Bundesliga braucht einen ganz, ganz starken HSV. Ich glaube, Tim Walter ist ein guter Trainer, der natürlich ein starkes Band hat mit Jonas Bolt. Ich glaube, dass es unter Jonas Bolt keine Trennung von Tim Walter geben wird. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt keine 20 Live-Spiele vom HSV gesehen. Also es wäre jetzt tatsächlich in meiner Position unangebracht, jetzt da ins Detail zu gehen. Ich glaube aber, dass der HSV, ich glaube, das kann ich beurteilen, auf dem Transfermarkt durchaus aktiver und mutiger hätte agieren können. Und sie hatten Glück, dass ein Glatzel geblieben ist, weil ich glaube, wenn sie den nicht hätten, dann hätten sie ein richtiges Problem. Aber die Hamburger werden im Winter was machen, da bin ich mir sicher. Du hast gerade eine Zwischenfrage gestellt, warum du glaubst, dass Bolt an dem Walter festhalten wird. Sind die so eng verbunden? Ja, weil das ist meine Wahrnehmung, dass Jonas Bolt, ich kenne ihn jetzt auch schon seit ein paar Jahren, das war ja immer schon ein sehr, sehr großer Tim-Walter-Unterstützer. Und ich habe derzeit aus der Ferne betrachtet nicht das Gefühl, dass Tim Walter meckert, dass Tim Walter wackelt, dass Tim Walter zur Disposition steht. Aber es wird eben spannend zu sehen sein, weil wir dürfen auch nicht vergessen, es kommen jetzt ein paar Trainerkandidaten auf den Markt, Enrico Maaßen, hat klipp und klar gesagt, nach der Winterpause will er wieder was machen. Frank Kramer hat nachgewiesen, was er kann. Und ich glaube, mit einer einfacheren Kabine hat Frank Kramer es dann auch leichter. Ich glaube, Schalke, das war einfach eine schwierige Aufgabe und eine vielleicht auch derzeit untrainierbare Mannschaft. Aber es gibt ein paar Trainer. Ja, ich glaube, der FC Schalke ist untrainierbar. Er hat recht. Ja. Nein, es gibt ein paar gute Trainerkandidaten auf dem Markt und er hat auch gezeigt, dass er eine Mannschaft heiß machen kann. Wie gesagt, ein Enrico Maaßen kommt auf den Markt und da guckt natürlich ein Sportdirektor, ein Sportvorstand dann auch drauf. Er muss schon trotzdem eins sagen, ne? Der Jonas glaubt an den Tim und an den Weg zusammen und ich finde es schon mal gut, die sind jetzt schon mal durch einige Täler auch durchgegangen. Ich finde es immer gut, wenn man kontinuierlich, ich habe das vorher schon mal erwähnt, ja, kontinuierlich miteinander einen Weg geht, an aber den man glaubt. Aber es geht ja kontinuierlich nicht in die erste Liga. Ja, aber ja, aber das hört sich jetzt wie ein Scherz an. Du aber ich meine das, was man dann immer trotzdem vergisst, ist, also ich möchte jetzt nicht Partei ergreifen, aber was man immer vergisst, vor Tim waren ja auch schon ein paar Trainer da und die hatten auch einen super Kader und hatten ein riesen Budget der HSV und so haben es auch nicht geschafft. Also deswegen auch wahrscheinlich von Jonas auch der Ansatz zu sagen, hey, mit Kontinuität kommen wir eher dahin, weil wir dann nicht immer allen zum Fraß vorgeworfen werden. Also von dem her, ja, und sie werden das sachlich analysieren und werden dann gucken, ob sie den Weg noch gemeinsam gehen wollen. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn Kontinuität vorherrscht. Würdest du denn sagen, also um jetzt mal hier kein Tim Walter-Bashing zu machen, findest du, er hat sich als Trainerpersönlichkeit weiterentwickelt? Also dass er an sich, oder ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgt hast, aber findest du, er hat sich weiterentwickelt in der Zeit, als er jetzt beim HSV war, weil er ja zu Beginn schon sehr, sehr lesbar war. Und da würde ich jetzt sogar dann sagen, dass er sich dahingehend weiterentwickelt hat, dass er sein Spiel auch ein bisschen ja, flexibler, ich weiß nicht, Tusche vielleicht auch, so, sein Spiel ist jetzt ein bisschen flexibler geworden als vorher.
Zumindest gegen den Ball jetzt auf Doppel-6 umgestellt worden. Das ist schon eine Veränderung, aber mit Ball gibt es jetzt nicht die große Veränderung. Also da weiß schon jeder Gegner. Klar, sie haben natürlich eine unfassbare Positionswechsel auf dem Spielfeld. Da ist der Innenverteidiger mal auf links aus oder sonstiges, aber es birgt ja auch Risiken ohne Ende. Und sie kriegen für die Spielweise dann zu viele Gegentore, weil dann die Fehler zu sehr ausgenutzt werden, weil sie ein sehr, sehr großes Feld zu verteidigen haben, weil sie sehr viel hergeben mit dieser Spielweise. Und bis jetzt hat es noch nicht dazu gereicht, dass sie hochgegangen sind. Und Kontinuität bin ich bei immer dabei, ja. Aber der HSV, wir haben vorhin von Bayern München geredet, der HSV ist das Bayern München der zweiten Liga, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja. Und da betrachtet man vielleicht andere Dinge auch nochmal anders, wie bei Bayern München. Aber das Ziel ist ja nicht, kontinuierlich in Liga 2 zu sein und Dritter zu werden oder sonstiges oder Vierter zu werden. Also der HSV muss hoch. Und der gehört auch dahin, in die Bundesliga. Darüber brauchen wir auch nicht reden. Ja, weil sie haben es jetzt 5 Jahre nicht hinbekommen, sind jetzt im 6. Jahr. Klar, und Tim Walter hat stand jetzt 28 Punkte, aber ich glaube, sie hätten gerne 35 oder 36 Punkte, ja, weil sie endlich mal da hoch müssen und wollen. Und deswegen bin ich gespannt, wie es nach der Rückrunde, wie die Analyse ausfällt. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Übrigens glaube ich, Hertha hat noch keiner so richtig auf dem Radar. Was hat Hertha jetzt? 24? So wie ich glaube, dass Hertha im Aufstiegskampf oder um den Platz da, um den Relegationsplatz, noch ein richtiges Wörtchen mitreden wird. Und ich bin auch davon überzeugt, Hertha wird noch ein, zwei Spieler holen im Sommer, im Winter, entschuldige bitte. Aber Hertha, Momentum. Guck dir an, vom Platz 10 bis auf Platz 3 sind 4 Punkte. Ja. Also von Nürnberg bis Hamburg 4 Punkte. Hannover darf man auch nicht vergessen. Hannover hat eine wahnsinnig gute Mannschaft. Schalke hat 19. Ja. 2 Punkte auf Rostock. Was würde eigentlich passieren, wenn Schalke absteigt? Frag den Mann, der da gearbeitet hat. Ich habe keine Ahnung. Mal ehrlich jetzt, was passiert, wenn Schalke Sicherheitszugriff? Ja, da gehen die Lichter aus. Also dritte Liga ist mit dem ganzen Drumherum als Verein, Stadion und so weiter einfach nicht zu stemmen. Ich stelle mir gerade vor, wie er dann am Ballermann sitzt, alleine, heult. Ich gebe ihm ein Bier an. Aber mit dem Dorn. Entschuldigung, aber, sorry, sag nochmal bitte. Ich glaube, du musst den ganzen Abend nichts bezahlen, wir würden es stemmen. Aber sind nein, aber das ist, ja, das ist ja das ganze Drumherum. Das ist ja ein großer Verein, auch was Mitgliederzahl betrifft, aber natürlich auch was Angestelltenzahl betrifft. Und da hängt das Stadion dann mit dran und so weiter. Dann müsste es wahrscheinlich das Stadion verklopfen oder so. Weil, nochmal, das kannst du in der dritten Liga einfach nicht stemmen. Das geht nicht. Also Fernsehgelder, allein schon dieser Sturz und so weiter, das würde nicht funktionieren. Also deswegen mit 100 Millionen negativem Eigenkapital und ich glaube 160 Millionen Schulden in der dritten Liga, das funktioniert nicht. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Würdest du zu Schalke gehen, wenn die dir jetzt im Winter so einen richtig fetten 2,5-Jahres-Vertrag auf den Tisch legen? Du kommst mit Sachen, ich äußere mich nicht so, sagen sie, scheiße, Mann. Hey, das ist kein Dementi. Jedes Mal kommt... War das eine gute Antwort? Klar würde ich da hingehen, ist ein geiler Verein. Hä? Ist ein geiler Verein. Lautern? Klar musst du es in Betracht ziehen, natürlich. Lautern. Aber Frank, du bist ja hautnah da gewesen. Auch zu einer Phase, wo es bei Schalke nicht gut lief. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Ah ja gut, jetzt haben sie zweimal gewonnen. Grundsätzlich ist da natürlich unheimlich viel Unruhe immer drin, unheimlich viel an Bewegung drin in alle Richtungen. Das sieht man ja auch, da werden immer wieder auch die Trainer gewechselt. Der Kader wird immer wieder umgewälzt, aber wirklich umgewälzt, also so komplett Umbrüche. Ist sehr unruhig und da ist es natürlich für eine Mannschaft, da immer den Fokus zu behalten, für eine Kabine, auch im ganzen Zusammenspiel mit Trainer, mit Sportdirektor und so weiter, ist natürlich dann auch nicht immer ganz einfach, weil wem willst du gerecht werden? Den Erwartungen von außen, dann ist es relativ schwierig. Bleibst du total gefestigt, gehst deinen Weg, dann wird der Druck irgendwann mal größer und dadurch, dass man dann natürlich immer wieder auch nachgibt, diesem Druck und diesen Erwartungen und dass man einfach was verändern muss. Dadurch gibt es natürlich wenig Kontinuität und an dem Punkt, wo Schalke 04 ist, nämlich mit geringeren Mitteln entsprechend erfolgreich zu sein, da glaube ich, da ist Kontinuität das einzige Gebot. Konntest du denn deine Entlassung damals verstehen? Ja, wir haben zu wenig Punkte geholt, natürlich. Da muss man als Trainer damit rechnen. Das war die 6 Punkte nach 10 Spielen waren nicht meine Erwartung, waren nicht die Erwartung des Vereins, nicht die der Fans.
Schalke 04 ist ein großartiger Verein, großer Verein mit fantastischen Fans, die uns immer unterstützt haben, die immer uns jeglichen Zuspruch auch zukommen haben lassen. Also es war Wahnsinn, wie wir da unterstützt worden sind. Und trotzdem, 6 Punkte, 10 Spiele, das ist einfach zu wenig gewesen. Und deshalb muss man da auch damit leben können. Das, da gibt es überhaupt keine Frage. Trotzdem, Kontinuität sieht auch anders aus. Und wenn du den Weg bei einer Vorstellung eines Trainers nicht nur auf Schalke, sondern überall dann immer siehst, wie eingeleitet wird, nämlich kontinuierlich und genau der Richtige und so weiter. Und wenn sich das dann immer wieder schnell ändert, ja, dann liegt es vielleicht auch eher am System. Jetzt war ja deine Entlassung damals schon irgendwo vergleichbar mit der von Thomas Reis, finde ich zumindest, weil darüber gesprochen worden ist, dass so diese spielerische Komponente nicht genau da war. Klar, andere Liga, nochmal eine andere Erwartung. In der Erstligasaison unter dir ging es um den Klassenerhalt, bei Thomas Reis ging es jetzt um den Wiederaufstieg. Aber trotzdem ist ja der Wunsch auf Schalke immer da, nach dem besseren Fußball. Also hol uns da auch gerne mal in den Gedankengang oder in diese Prozesse eines Trainers rein, der sich halt dieser Erwartung stellen muss, besseren Fußball zu spielen, wenn aber vielleicht auch gar nicht die Mittel da waren. Waren die Mittel nicht da oder wie erklärst du dir das, was dir damals passiert ist und das, was jetzt auch in der zweiten Liga passiert ist? Ja, es gibt ja 2 Möglichkeiten, da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Es gibt 2 Möglichkeiten, um spielerisch besser zu sein vielleicht als die Summe der Einzelqualitäten. Ja? Erstens, du hast die Kohle, dass du diese Qualität dir holst, dann kannst du das auch erwarten. Oder du musst sie eben entwickeln und dann müssen Dinge zusammenwachsen. Ja? Und da brauchst du einfach einen gewissen Zeitraum. Schauen wir jetzt St. Pauli zum Beispiel an. Ja, ist eine total eingespielte Mannschaft, punktuell verstärkt, aber gehen jetzt schon eine ganze Zeit lang, machen die in der Führung, der Andreas Bornemann macht da einen Riesenjob, ja, jetzt zusammen mit dem Fabi Hürzeler. Das ist einfach zusammengewachsen und dann kann sich Qualität entwickeln. Ja, und die 2. Möglichkeit ist, du kannst dir Qualität kaufen. Auf Schalke hat es viele Jahre die Möglichkeit gegeben, Qualität zu kaufen. Ja, und dann hat das funktioniert. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Da muss man sie entwickeln. Und dafür muss man die Voraussetzung schaffen, indem man einfach eine gewisse Kontinuität walten lässt und Dinge auch zusammenwachsen lässt. Und das war bei uns nicht der Fall. Nochmal, wir haben zu wenig Punkte geholt. Und dann ist es halt einfach so. Und so ist es jetzt ja aber wieder. Also Schalke ist abgestiegen, komplett Umbruch. Ja, dann aufgestiegen, nochmal komplett Umbruch. Ja. Sorry, dass ich einhacke. Aber als du gekommen bist, da war ja diese Transferperiode, wo unheimlich viele Leihspieler verpflichtet worden sind. Wie geht man da als Trainer mit um? Findet man das gut in dem Moment? Oder wünscht man sich da eher feste Verpflichtungen? Weil das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem im Nachhinein, ne? Dass dann viele Leihspieler automatisiert mit dem Abstieg direkt weggegangen sind. Ja, kann man da überhaupt so eine Truppe formen? Wenn ja, aber das nicht ist natürlich schwer, es kann nicht wachsen, aber das ist ja Löcher stopfen. Also, und wenn du keine Kohle hast und du brauchst eine gewisse Qualität, und zu welchem Zeitpunkt sind denn die Spieler auch gegangen, für die dann wieder neue ausgeliehen wurden? Ja, das war zum Teil Ende der Transferperiode, das war Ende der Vorbereitung, nach dem Trainingslager, wenn du denkst, jetzt bist du mal ein bisschen zusammengewachsen und dann sind plötzlich ein paar Spieler einfach nicht mehr da, dann versuchst du Qualität dazu zu holen und wenn du die nicht leisten kannst, dann leihst du sie. Und ja, das ist dann da eben passiert. Und dieses Löcherstopfen, gerade in den großen Traditionsvereinen, hat natürlich auch oft damit zu tun mit Erwartungshaltung und dann müssen wir halt schnell was machen, damit alle wieder ein bisschen Aufbruchstimmung verspüren. Das ist immer ein Hinterherlaufen. Ja? Und dieses Hinterherlaufen kostet erstens eine Menge Energie und zweitens mal kann nichts zusammenwachsen. Und im 3. Punkt, es kostet noch mehr Geld, als wenn man es einfach kontinuierlich gestalten würde. Und glaubst du, weil du dich jetzt auch in der Vergangenheit negativ gegenüber Schalke geäußert hast, dass dir da einfach ein paar Sachen nicht gefallen haben. Glaubst du, dass dieser Verein überhaupt zu retten ist? Also ich habe es analysiert, ne? Ich bin sachlich gefragt worden und dann habe ich Dinge sachlich benannt, also negativ geäußert. Wenn es dann negativ rüberkommt, nee, aber wenn also du halt dann absteigst, dann kann es ja auch schlecht positiv rüberkommen. Du kannst es ja vielleicht nochmal für die Show wiederholen, was deine Kritikpunkte waren. Oder dein Ja, ich habe gesagt, wenn immer wieder einzelne Positionen ausgetauscht werden, ja, dann muss man halt drüber nachdenken, ob dann im Auswahlverfahren oder ja, in der Zusammenarbeit alles richtig läuft. Ja? Weil es werden dann immer Spieler, Trainer und so werden ständig ausgetauscht. Ja, irgendjemand muss die ja auch aussuchen. Ne?
Also, und wenn ich dann vorher mal sage, das ist genau der Richtige und ein halbes Jahr später ist es dann genau der Falsche, dann weiß ich nicht. Dann muss man vielleicht auch das Auswahlverfahren überdenken. Ja, und ich glaube, das ist immer so ein Hinterherlaufen. Und das ist natürlich, das ist was, was natürlich auch den Spielern einen, nicht den Eindruck vermittelt, hey, pass mal auf, wir wachsen hier zusammen, wir gehen durch dick und dünn, ja, und wir sind wie Pech und Schwefel und werfen hier für unser Wappen mal alles auf den Platz. Sondern wenn man dann schon weiß, naja, wenn es jetzt nicht so läuft, dann wird der wohl erstmal und der. Und ich muss halt gucken, meine Position zu sichern. Das ist natürlich nicht förderlich in einem Bereich, wo du sagst, die letzten paar Prozentpunkte entscheiden. Und wir sind natürlich auch mit einer Mannschaft in der Bundesliga an den Start gegangen. Der Kader, der war jetzt ja, natürlich nicht qualitativ so bestückt, dass man sagt, ja, die schießen alles in Schutt und Asche. Das muss man ganz klar sagen. Also von dem her, ich glaube, dass da immer viele Dinge zusammenkommen, aber ich glaube, dass immer die Führung eins der entscheidenden Dinge sind, die Dinge auch vorleben, ja, die auch Vorbild sind. Und wenn man da merkt, da halten alle zusammen und stehen zusammen und gehen durch dick und dünn. Hast du den Zusammenhalt nicht gespürt? Ja, gut. Ich meine, den habe ich nicht bloß ich nicht gespürt, sondern den haben jetzt ein paar andere auch nicht gespürt. Ne? Also deshalb wird ja dann immer wieder getauscht. Das ist ja klar. Also wobei ich nochmal sagen muss, fantastische Fans, so das Ganze drumherum, das ist unfassbares Erlebnis gewesen. Glaubst du denn, es steht um den Verein noch schlechter als zu dem Zeitpunkt, wo du gegangen bist? Ja, dadurch, dass sie in der zweiten Liga sind, sind die Mittel natürlich geringer, ja, in jeglichem Bereich. Und da hast du das Messer dann immer noch mal ein Stück weit näher an der Kehle sitzen. Das ist ganz normal bei so großen Vereinen, ja, wo auch Erwartungen da sind. Also da haben auch Fans zum Beispiel, die waren ja total dabei, die haben gesagt, Mensch, und nach dem Training dieses Jahr, Klassenerhalt ist doch ganz klar, ja, aber nächstes Jahr wollen wir schon Europacup angreifen. Es soll bei Schalke Verantwortliche geben, die von der Top 5 reden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber warum? Aber das ist ja die Frage, warum? Weil man denkt, man muss den Erwartungen im Umfeld gerecht werden. Dabei die realistischen auf Schalke sind ja eigentlich die Fans. Also wir erwarten ja gar nichts mit der Top 5. Also einmal ehrlich, wenn man sieht, wie die letztes Jahr die Mannschaft unterstützt haben und auch dieses Jahr die Mannschaft unterstützen, das ist ja fantastisch. Ja, aber irgendwie, jeder, der da in diesem System drin ist, hat das Gefühl, ich muss ja den Erwartungen gerecht werden und ruft dann irgendwelche wahnwitzigen Dinge aus. Und das ist natürlich nicht hilfreich für die Kabine, die dann auf dem Platz stehen und für alle, die da dazugehören, weil die müssen mit dem Druck klarkommen. Bevor wir gleich in unser geliebtes Paulaner Deckel-Derby gehen, brauche ich nochmal eine ganz kurze Einschätzung. Wo geht's denn hin, Frank? Meinst du, es ist noch irgendwie ein bisschen zu retten dieses Jahr? Lass uns ja jetzt mal nicht wieder unrealistische Erwartungen, Aufstieg, aber glaubst du, es geht für Schalke doch noch weiter nach oben? Ich meine, jetzt gerade ist ja auch schon wieder neuer Trainer, Kader viel kritisiert. Du hast es selbst mitbekommen, du hast es gerade immer mal wieder angesprochen. Du kannst natürlich auch nicht alles sagen, was du weißt, das ist klar, nimmt dir auch keiner übel. Ne? Man will ja auch nicht irgendwie seinen alten Arbeitgeber an die Wand nageln, aber es wirkt ja einfach nicht souverän. Der Kader ist gemacht für die ersten 3 bis 5 Plätze, mal ganz klar. Ja, und jetzt durch diesen Start ist es natürlich in weiter Ferne. Und ich glaube aber trotzdem, sie werden in ein ruhiges Fahrwasser kommen und werden irgendwo einen Mittelfeldplatz belegen. Ja, und wenn sie diese Geschlossenheit eben auch entsprechend auf dem Platz und außerhalb auch demonstrieren, und dann gilt es danach, munter putzen, Dinge anzupassen und dann auch wieder anzugreifen, ganz klar. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ganz Deutschland sagt, dass Schalke richtig scheiße ist und man ist ausgerechnet die Mannschaft, die dann 0-3 verliert? Ich habe es aber nicht gesagt. Ist scheiße? Na gut, wir hatten 2 rote Karten im Spiel. Sage ich nicht. Mehr sage ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, ist es Zeit, wie immer, für unser Paulaner Deckel-Derby. Das Paulaner Deckel-Derby. Wer wird wen auf dem Bierdeckel ausspielen? Ja, Freunde, ihr kennt es, ihr liebt es, unser Paulaner Deckel-Derby. Unser Partner, der hier schon uns seit sehr langer Zeit zur Seite steht und unsere Show unterstützt. Auch heute gab es wieder beim Einlass die Möglichkeit, seinen Namen auf einen Deckel zu schreiben und in diesen Behälter hier einzufüllen. Es gibt wunderschöne Preise, unter anderem natürlich
den Pokal, das Objekt der Begierde, den Deckel-Derby-Pokal und dieses sehr groß geratene Glas, wo auch zum Beispiel ein unterschriebenes Trikot drin ist. Ich erkenne hier eine Powerbank und Kopfhörer. Also da gibt es auch noch ein bisschen was für euch. Und zwei von euch werden wie immer aus dem Publikum gegeneinander antreten. Und deshalb würde ich sagen, ziehen wir auch mal ganz schnell die Namen und werden dann mal schauen, wer sich hier in unserer Paulaner Bolzbox gegenüber nicht stehen wird, sitzen wird. Wir ziehen den ersten Namen und ich bitte nach vorne, den, ich weiß nicht, ob es Tim Fischer ist. Ich kann den Nachnamen nicht erkennen. Oh, da kneift einer. Ah, ja, ich sehe alles. Tim. Machen wir den nächsten. Oder deine Schrift ist einfach scheiße. Antonios Ganias. Einmal einen großen Applaus und ab nach vorne mit dir. Hi, mein Lieber, freut mich. Hier, dein Mikrofon. Schön. Stell dich einmal vor, deinen Namen haben wir gerade gehört. Fußballfan, von welchem Verein? Borussia Dortmund. Ach du Scheiße. Komm einmal zu mir zur Seite, dann darfst du dich trotzdem neben mich stellen. Hast ja ein gelbes Mikrofon hier in der Hand. Bist du zufrieden mit deiner Mannschaft aktuell? Aktuell nicht, weil ich finde halt auch dieses... Es ist, das Spiel ist zu langsam, zu eintönig, es sind zu wenig Ideen und ja, in den letzten Spielen hat man das halt auch einfach gesehen. Dann geben wir uns da die Hand. Die Ruhrpott-Clubs haben beide das gleiche Leiden. Wir suchen uns mal deinen Gegner raus, gegen wen du hier antreten wirst. Und das ist der, kannst du es erkennen, ist das ein Justin? Oder ist es eine Jasmin? Ich hätte auch Justin gesagt. Justin und dann ist es Justin Borchardt oder so? Kann das sein? Ja? Ja, dann kommt nach vorne, Applaus für dich. Also, zu meiner Verteidigung. Justin, erstmal freut mich. Zu meiner Verteidigung. Es ist halt wirklich, du siehst selber, rote Schrift auf so einem Ding hier. Darf ich aber kurz den anderen Deckel noch sehen, den du vorher gezogen hast? Ja, klar. Mein Kollege, der hat sich selber draufgeschrieben. Ist das krass. Und der hat gekniffen oder ich habe es einfach falsch gelesen? Achso, ja gut, sorry. Es ist rote Schrift auf so einem roten Ding. Aber dann kannst du jetzt für deinen Kollegen, fürs Team hier den Pokal nach Hause holen. Was bist du für ein Fan? Welcher Verein? Schalke. Jawohl, super. Wir haben ein Revierderby. Also, nehmt beide gerne Platz. Ich erkläre euch ganz kurz, wie die Paulaner Bolzbox, wie das Deckelderby funktioniert. Ihr werdet als erstes ein nervenaufreibendes Schnickschnack-Schnuck austragen, um zu ermitteln, wer den Anstoß hat. Und dann geht's hier ganz simpel bis drei. Brecht euch nicht die Schienbeine, ansonsten ist alles erlaubt. Viel Spaß und einen großen Applaus für unsere beiden Teilnehmer. Dortmund gegen Schalke. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt und dann dürft ihr auch schon loslegen. Beide mit dem Stein. Und dann geht es hier los. Du hast den Ball da unten drin. Warte mal, kann ich dir den... kommt er? Ich kann ihn nicht durchdrehen, sonst mache ich es kaputt. Muss, glaube ich, mit der Hand machen. Antonius, du darfst loslegen. Mit dem Anschluss ist Borussia Dortmund offensiv nun endlich wieder kreativ. Und kann Schalke nach gefühlt 15 Jahren mal wieder ein Revierderby gewinnen? All das klären wir beim Paulaner Deckelderby. Boah! Also knapp, ich weiß nicht, ob der Videobeweis das durchwinken würde, aber den gibt's hier bei uns nicht. Hat nicht vibriert die Uhr, war nicht drin, sagt die Regie. Aktuell noch ein 0:0 und es ist ein Eigentor. 1:0 für Justin. Weiter geht's. Ihr spielt bis drei. Justin versucht's mit einer Links-Rechts-Kombination. Das sieht technisch sauber aus. Was macht Antonius? Geht auf den Beini. Justin mit der Bande. Und da ist er fast drin. Ihr macht das alles so technisch irgendwie.
Unsere anderen Teilnehmer haben wir richtig reingekloppt. Aber wie gesagt, lass die Schienbeine leben. Weiterhin 1-0, da wäre fast das zweite gekommen. Justin, das Runde muss ins Eckige. Und da ist das 2-0. Matchball für Justin. Wir machen mal eine Applausprobe. Wer ist denn hier auf der Seite von Antonius, dem Borussia Dortmund-Fan? Finden wir Zuspruch für Justin? Oha. Justin, du hast die Fans im Rücken und fasst das 3-0. Es ist der Matchball, aber 2-0 ist auch vielleicht ein gefährliches Ergebnis. Justin, ein berühmter Mann hat einmal gesagt, zeig der Welt, dass du besser als Lionel Messi bist. Das ist dein Moment. Aber Antonius! Mit dem Anschlusstreffer 1-2. Und damit zurück im Spiel. Es bleibt spannend. Und falls ihr euch fragt, warum diese Show Überlänge hat, hieran liegt's. Antonius, boah, fast mit dem Bein. Ja, und die Gangart wird ein bisschen ruppiger. Justin klärt's mit der Hacke. Und damit ist das Ding entschieden. 3-1. Antonius, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Nimm gerne auf der Tribüne Platz. Einen großen Applaus für Antonius, der sich hier dem Deckel-Derby gestellt hat. Und Justin, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Deckel-Derby-Pokal und deine Preise in diesem wunderschönen Glas, was du natürlich auch mit nach Hause nehmen kannst. Lass es nicht fallen und nimm gerne Platz, einen großen Applaus für unseren Deckel-Derby-Gewinner, Justin. Und damit gehen wir in eine ganz kurze Werbepause, 2 Minuten. Danach sehen wir uns wieder. Es geht nämlich noch an die Torwand. Bis gleich. Absolut Teamsport steht nicht nur für die besten Teamsporthändler der Welt, sondern auch für persönliche Beratung, die beste Qualität und natürlich auch ganz viel Vielfalt. Egal ob ein Jersey für den spontanen Wintereinkauf oder eine komplette Neuausstattung für dich und dein Team. Von Auswahl der Marke, Überdruck bis hin zur Auslieferung ist Absolut Teamsport euer Ansprechpartner Nummer 1. Ihr braucht Jaco oder Hummel? Beides kein Problem. Oder neue Fußballschuhe? Auch kein Problem. Sowohl online unter www.absolut-teamsport.de oder vor Ort in über 40 Filialen weltweit. Findest du alle Topmodelle von Nike, Puma oder Adidas. Herzlich willkommen zurück bei Ed Broski, eurer Fußball-Talkshow. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Auch mal Lob an den Chat. Heute wirklich eine sehr, sehr coole Runde. Uns macht sie auch sehr viel Spaß, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Euch, wie wir sehen, auch. Und so soll es sein. Wir müssen uns aber leider von Terence Boyd jetzt schon verabschieden, obwohl wir noch ein bisschen Showzeit haben. Wir haben nämlich ein bisschen überzogen. Wir waren zu lange im Erstligathema drin, aber ich glaube, das zeichnet am Ende eine gute Show aus. Der Mann muss seinen Zug bekommen, genau. Sonst gibt es morgen Ärger vom neuen Trainer. Strafe. So sieht's aus. Ja. Von der Frau. Also, ja, genau. Anders können wir es nicht abmoderieren. Einen großen Applaus für Terence Boyd, der heute mit dabei war. Komm gut nach Hause, mein Lieber. Dankeschön. Also nochmal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Hau rein. Ciao. Hau rein. Ciao. Und wir erzählen einfach, dass du an der Torwand 5-mal getroffen hast, okay? Das machen wir so. Wir haben noch vor, kurz die Zuschauerfragen durchzugehen. Da konntet ihr Fragen einreichen, die von Terence werden wir noch nachreichen. Wir haben Fragen von euch bekommen an Frank Kramer von euch Zuschauern. Und da wollen wir uns direkt der ersten mal widmen. Und die kommt vom Bretti 19. Welche zwei Stürmer aus der zweiten Bundesliga wären aktuell in ihrer Startelf, wenn du mit einer Doppelspitze spielen würdest? Würdest du? Ja, Glatzel natürlich. Also nach wie vor ist er einfach top. Und dann Beuth. Müssen wir überlegen, aber
Terence so als Rambock vorne drinne, als Abrissbirne. Das wird sich schon auch gut machen. Was ist mit den alten Jungs? Terodde, Polter? Ja. Sag ja nur. Robert Glatzel und Terence Boyd. Dann kommen wir zur nächsten Zuschauerfrage. Die kommt von diese Linus, glaube ich. War die Schalke-Station ein Fehler oder war es lehrreich im Nachhinein? Lehrreich war es auf jeden Fall und es war kein Fehler. Ich würde es sofort wieder machen, weil es einfach ein geiler Verein ist mit geilen Fans und unfassbares Privileg, da als Trainer arbeiten zu dürfen. Und habe ich total genossen und möchte es auch auf keinen Fall hergeben. Dann würde ich sagen, haben wir noch eine dritte Frage? Dann würde ich sagen, nehmen wir die auch noch rein. Haben wir. Und zwar an Terence Boyd und Frank Kramer. Terence, was meinst? Alles klar, weiß Bescheid. Inwiefern beeinflusst Social Media das Leben als Fußballer oder Trainer? Wie blendet man negative Kommentare aus? Kann man über wochenlanger harter Kritik drüberstehen? Oder zweifelt man ab einem Punkt auch an einem selbst? Der Terence ist nicht mehr da, ne? Also... Ja, man ist auch Mensch, also das kriegt man ja schon mit. Ich bin überhaupt nicht bei Social Media vertreten. Deshalb geht es nicht mittelbar an mich heran, sondern natürlich unmittelbar. Das kriegt man schon mit und das trifft dann auch, aber man muss trotzdem eine gewisse Distanz wahren. Das ist unheimlich wichtig, weil ansonsten macht man nicht das, von dem man selber überzeugt ist, sondern was andere von einem wollen. Und deswegen so, ich versuche das möglichst weit wegzuhalten von mir. Und einfach meinen Weg zu gehen. Und da hilft es nicht zudem, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde, die man nicht hat. Da hilft es nicht, wenn man sich ständig mit der Meinung anderer auseinandersetzt. Man nimmt sie zur Kenntnis und damit muss dann auch gut sein. Du hast gesagt, Social Media bist du gar nicht aktiv. Bist du jemand, der sich dann zumindest so Zeitungsartikel durchliest? Oder ist es auch gar nicht deins? Ich lese Zeitungen, aber nicht über mich und wenn ich bei einem Verein tätig bin, auch nicht über den Verein, weil das ja auch eine gefärbte Meinung ist und man muss da echt aufpassen, dass man sich nicht lenken lässt bei manchen Entscheidungen, sondern man muss die Entscheidungen treffen aus dem, was man im Training wahrnimmt, in den Spielen wahrnimmt, was man im Team wahrnimmt, in der Kabine und nicht das, was andere über einen schreiben oder über die Kabine schreiben, über andere Spieler schreiben, das ist alles gefärbt. Bevor wir gleich zur Torwand gehen, wir mussten jetzt zeitbedingt ein, zwei kleine Themenblöcke rausschmeißen, weil wir wirklich so lange über die Fußball-Bundesliga und auch über die zweite Liga und dann auch noch über das brandaktuelle Investorenthema diskutiert haben. Seht uns das nach. Bisschen Europameisterschaft müssen wir immer mit reinbringen. Ich meine, die findet ja immerhin in unserem eigenen Land statt. Wie seht ihr aktuell die Arbeit von Julian Nagelsmann? Wir hatten das kurz mal angeschnitten. Kritisch. Abschied. Ja, hier mal die Nagelsmann-Bilanz. Geht auch. Also das Österreich-Spiel fand ich schön. Das fand ich toll. Ich bin auch halber Österreicher, war im Ernst-Happel-Stadion. Stimmung war fantastisch. Der typische RB-Stil, den Ralf Rangnick da gezeigt hat, den fand ich toll. Ja, aber auf der anderen Seite, ja, ich finde, dass Deutschland gar nicht mal auf einem so schlechten Weg ist. Der Gesichtsausdruck, der ist spannend. Ich finde manche Ideen spannend. Ich frage mich nur, ob es dieser simple Fußball ist, von dem wir uns alle, den wir uns alle gewünscht hätten. Wenn man sich überlegt, okay, die Europameisterschaft ist bald, wir wollen simplen Fußball, wir wollen klare Ideen haben. Ich fand zum Beispiel, dass die Kai Havertz-Nummer zu kritisch gesehen wurde, denn das, was er gemacht hat, auch im Strafraum, Defensivaktionen und so weiter, die fand ich gut. Und es ist lustig, dass die rechte Seite dann das große Problem in der Nationalmannschaft war, was die Gegentore angeht. Und deshalb, ich verstehe viele Ideen von Julian Nagelsmann. Ich glaube aber, und da bin ich noch zwiegespalten, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Zeit zur Europameisterschaft reicht, um das alles so zu perfektionieren, wie er sich das vorstellt. Ist ja auch so eine Sache, die man immer mal wieder durchhört. Ne? Eigentlich ja nicht der Typ Feuerwehrmann. Schon genau. Eher so ein, findest du? Nein, ich stimme. Ach so, sorry, ja. Habe ich es falsch verstanden. Weil Nagelsmann ist ja eigentlich eher ein Entwicklungstrainer, wo es vielleicht auch mit seinem System, was ja auch anspruchsvoll ist, wo er auch so ein bisschen bei den Bayern dran gescheitert ist, dass es manchmal zu kompliziert war.
Und daran wird er jetzt auch wieder scheitern, weil Nagelsmann ist jetzt wieder zu früh Nagelsmann geworden. Auf der USA-Reise war ich dabei, das sah gut aus. Da hat er es einfach gehalten. Die Spieler haben es verstanden. Sie hatten ein paar Trainingseinheiten. 3, 4, 5, 6. Mehr hast du ja auf so einer Reise nicht. Das war okay. Das war gegen die Amerikaner gut, auch mal sehr gut. Dann hatten sie wieder so einen alten Trott. Gegen die Mexikaner haben sie sich schon wieder schwer getan. Das war auch schon wieder fast ein Rückfall in alte Zeiten. Und die letzte Länderspielpause, das war eine komplette 6-. Und warum sage ich das? Weil Julian Nagelsmann, der eine sehr, sehr hohe Fachkompetenz hat, wenn er es so kompliziert hält, wie er es jetzt gegen die Österreicher zum Beispiel gemacht hat, dann werden wir gnadenlos scheitern, auch im März gegen Holland, gegen die Franzosen. Weil die Spieler verstehen es nicht. Da kannst du Ilkay Gündoğan heißen, da kannst du Toni Kroos heißen, da kannst du Michael Ballack sein, da kannst du Leroy Sané sein. Wenn du einen überbrückbaren Zeitraum hast von 2 Wochen oder 10 Tagen mit einer Mannschaft, musst du es einfach halten. Und das macht er nicht. Es saß kein Laufweg. Die Spieler sind überfrachtet mit Ideen, mit Linien, mit Zonen, mit Passwegen, mit Laufwegen. Und das fand ich sehr schade. Deswegen glaube ich auch, dass Julian Nagelsmann nach diesem Turnier auch kein Bundestrainer bleiben wird, weil ich auch das Gefühl habe, dass es ihm nicht so Bock macht im Vergleich zu der Position eines Vereinstrainers. Was ja schon total spannend ist, am Anfang haben wir uns ja alle gedacht, okay, du hast mit Julian Nagelsmann auf der einen Seite den Taktiker und mit Sandro Wagner der es über die emotionale Schiene regelt. Wenn man sich Haching ansieht, das war ein sehr einfacher Fußball, den Sandro Wagner da in der Regionalliga hat spielen lassen. Dann dachte mir, okay, das ist ein Spieler, der versteht das alles, der kann genau in diese Richtung den Trainer lenken und sagen so, pass auf, das ist vielleicht gerade zu viel, mach mal so und so und so. Und das nicht passiert, zumindest jetzt in der letzten Länderspielphase. Also wie gesagt, dieses Österreich-Spiel fand ich aus meiner österreichischen Brille super, nicht aus der deutschen Brille. Das hat mich überrascht, weil ich auch da gedacht hätte, dass er das realisiert und dass er das versteht, dass man vielleicht jetzt nicht diesen taktischen Ansatz braucht, diesen sehr komplexen Ansatz, sondern den anderen. Ja, es eine schwierige Situation für die Nationalmannschaft, weil sich ja eine Frage eigentlich wieder durchzieht, die wir heute auch schon ein paar Mal hatten, bezogen auf den Hamburger Sportverein, bezogen auf Borussia Dortmund. Ist es dann am Ende der Trainer oder sind es die Einzelteile der Mannschaft oder ist es eine Mischung aus beidem? Wir haben viele überschätzte Spieler im Kader. Es gibt viele Nominierte, die für mich keine Nationalspieler sind. Wer? Boah, würde ich wahrscheinlich beim schwächsten Glied der Kette anfangen und das wäre despektierlich. Deswegen, ich mache klare Kante, aber ich will jetzt bewusst keinen Namen nennen. Aber ich glaube, dass es viele gibt, die zu Recht nicht nominiert worden sind, wie zum Beispiel auch Nico Schlotterbeck. Ich glaube, man muss richtig mutig sein. Ich würde zum Beispiel nicht, weil er jetzt performt hat, sondern weil er jetzt bei der EM und bei der WM performt hat, ich würde definitiv Paris Brunner mitnehmen. Das ist für mich, da hat überhaupt nichts zu verlieren. In der A-Nationalmannschaft? 100%. Selbst wenn er bis dahin kein BVB-Spiel macht, den würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, würde ich den für die AF nominieren. Definitiv im März. Würde ich hundertprozentig machen, weil du brauchst andere Köpfe, du brauchst andere Gedanken und du brauchst das Rotzfreche. In der Mannschaft traut sich keiner mehr, er selbst zu sein. Auch ein Paris Brunner würde da nicht er selbst sein. Aber es braucht 2, 3 mutige Ideen. Und ich glaube, nur mit einem Dennis Undav, der übrigens nur nominiert wird, wenn er wirklich weiter scoret. Also es ist jetzt nicht so, dass der Nagelsmann und der Sandro Wagner sagen, also den holen wir unbedingt. Wird es nicht funktionieren. Es braucht 1, 2, 3 unpopuläre Entscheidungen. Und ich würde Paris Brunner auf jeden Fall mitnehmen. Also in so einem Kader gibt es ja verschiedene Hierarchien und da gibt es auch Führungsspieler, weil die junge Spieler. Und wenn du einen Paris Brunner mitnimmst und so, für mich klang das jetzt so, als ob er die Hoffnung für die Europameisterschaft wäre. Ich sehe das ehrlicherweise. Nein, kann ja nicht der Hoffnungsträger für die deutsche Nationalmannschaft sein. Ja. Also ich rede davon, dass dieser Mannschaft, diesem Gebilde, wir reden beim DFB, wenn du vor Ort bist als Reporter, du merkst, keiner ist dort, wie er eigentlich sein möchte. Jeder, der zum DFB kommt, verstellt sich, hat Angst, traut sich nicht einen rauszuhauen, außer Thomas Müller und Mats Hummels. Das ist alle Nationalspieler, die zum DFB anreisen, verändern sich ab dem Moment, wo sie sich in Frankfurt am Flughafen treffen. Und das ist das Riesenproblem. Da trägt der DFB für Sorge, weil das würde jetzt zu lange dauern, da würden wir jetzt eine Stunde überziehen, weil ich mich sonst auch in Rage rede. Aber das ist das große Problem, dass du die Spieler nicht loslässt, sie nicht so sein lässt, wie sie sind. Und wie gesagt, der ein oder andere Spieler wird sich umschauen. Und ich glaube, dass aus dem Kader, den wir jetzt gegen den Österreicher gesehen haben, werden 3, 4 Spieler nicht bei der EM dabei sein. Und ich glaube, da wird es auch Bayern-Spieler erwischen. Denn ich glaube auch, dass ein Serge Gnabry kämpfen muss, um im EM-Kader dabei zu sein. Ich muss aber
nochmal bei Brunner bleiben. Also was soll er denn ändern? Also welche Facette bringt er denn in das deutsche Spiel? Ich glaube, um Petty mal ein bisschen zur Seite zu stehen, ich glaube, da geht es mehr um diesen Spielertyp Brunner, als jetzt genau um den Namen. Oder ja, frischen einfach Wind, dieses, einfach unbefangen. Es geht um frischen Wind, es geht um Identifikation. Die Jungs da würde ich mitgehen, also jetzt nicht unbedingt bei der Personalie, aber ich würde mitgehen bei dem Thema, du brauchst frischen Wind und unbefangenere Spieler. Die einfach, weil genau das, was du sagst, es ist meiner Meinung nach auch eher ein Problem von oben, also DFB, habe ich auch schon öfter mal kritisiert, es gibt, der DFB ist riesig und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die gut laufen, da gibt es aber auch mega viele Sachen, die schlecht laufen und jetzt aktuell siehst du einfach, ich denke noch nicht, ich habe auch gesagt, für mich ist Julian Nagelsmann nicht der ideale Trainer für das Team, weil er meiner Meinung nach auch zu sehr, es geht ihm zu sehr um sich selbst, um wie er dasteht, wie er Fußball spielt. Du hättest jetzt jemanden gebraucht oder jetzt für die Zeit ist es okay, aber du brauchst jemanden, der sich da wirklich in den Dienst des Teams stellt, der das Ganze wieder aufbaut, aber halt auch auf längere Sicht. Du hast ja die absolute Qualität in diesem Kader. Also was hast du da für krass gute Spieler drin? Ne? Also Aber da ist die Frage, auf welchen Positionen? Ja. Weil du hast die guten Spieler für vier unterschiedliche Positionen, oder nicht? Ja, das schon, aber wenn ich jetzt, ich wollte gerade weiterreden. Sorry. Alles gut. Wenn du jetzt aus der Schweizer Sicht zum Beispiel siehst, ne, ich bin ja halb Schweizerin, halb Deutsche und ich liebe das immer, wenn dann Deutsche anfangen, also ich bin ja selber Deutsche, aber dann anfangen über diese Qualitätsfrage und ja, und die Deutschen haben keine Qualität und so. Ja, aber sie haben schon viel Qualität, wenn du das mit anderen Nationen vergleichst, die aktuell aber trotzdem gegen die Deutschen gewinnen. Aber keine Mentalität. Genau, und keine da, Mentalität. Ja, aber Mentalität. Keiner in dieser Mannschaft hat die Eier. Hallo! Ja, aber wo fängt, macht dich wütend. Ja, aber wir werden auch gegen euch verlieren. Wir werden aber gegen euch verlieren. Naja, ich weiß, und das ist überragend. Nee, aber, das ist peinlich. Nein, das glaube ich noch nicht mal, weil in Schweizern läuft es auch nicht gut. Aber Mentalität fängt denn wo an? Im Kopf. Im Kopf und... Also das nervt mich beim Fußball allgemein enorm, dass dieses Thema Kopf, Psyche so lange Zeit immer wieder hinten angestellt wurde. Und es hieß immer, ja, können wir dann drüber sprechen, wenn es läuft. Ja, nee, es läuft nicht, weil es im Kopf nicht funktioniert. Es läuft nicht, weil die Spieler sich unwohl fühlen, wenn sie zum DFB fahren oder fliegen. Es läuft nicht, weil sie nicht sie selbst sein können, weil direkt Leute, die Charakter haben, selektiert werden, aussortiert werden. Jemand, der anders ist, wird direkt fertig gemacht. Leroy Sané, keine Ahnung, wie viel Scheiße der schon über dem Kopf ausgekippt bekommen hat. Der ist ein überragender Spieler. Es sind diese Dinge, die mich persönlich extrem stören beim Thema DFB, anstatt sich dort vielleicht mal zu hinterfragen, du hast die Spieler, du hast ein gutes Team, versuch damit zu arbeiten, versuch die Köpfe frei zu bekommen und versuch einfach wieder mal ein Team daraus zu formen und versuch es einfach. Und das ist, glaube ich, dann eben dieser Punkt. Julian Nagelsmann, ob er dann der Richtige ist am Ende, aber wenn er diesen einfachen Weg geht, diesen fußballerisch einfacheren mit klaren Vorgaben, ich glaube, dann kann es laufen. Ganz kurz, wird er aber nicht machen, weil Julian Nagelsmann hat klar die Maxime, wenn sie einen 4-2-3-1 Trainer hätten haben wollen, dann sollen sie ihn holen, aber bin ich nicht. Das ist das Verständnis von Julian Nagelsmann. Kurz noch zu der Stürmernummer. Es gibt nur einen gesetzten Stürmer, das ist Niklas Füllkrug. Drei wird er mitnehmen und keiner, kein Behrens, kein Duxch, Undaf, müssen wir uns jetzt mal anschauen, wenn er im März dabei ist, hat sich bislang so bewährt, dass der zweite Stürmerplatz vergeben ist. Timo Werner spielt ja keine Rolle, das heißt, es gibt zwei zu vergebene Startplätze. Und Paris Brunner ist ein Stürmer, ist 1,86 groß. Und wenn du, sagen wir mal so, ich bin mal gespannt, ob er das überhaupt dann aufs Parkett bringt in den nächsten Jahren, spielt jetzt keine Rolle. Wenn du in einem Jahr Europa- und Weltmeister wirst und in beiden Turnieren der beste Spieler bist, der hat auch einen rostigen Nagel im Kopf, mit Sicherheit, im positiven Sinne. Der ist auch noch sehr jung, ich würde ihn mitnehmen. Moukoko hat er auch mitgenommen, Hansi Flick, nach Katar. Hat nichts gebracht, aber trotzdem kannst du versuchen. Aber ich finde, dass man Nagelsmann und Wagner auch mal vertrauen sollte. Die haben jetzt sehr viele Spiele gehabt. Ja, im halben Jahr ist die EM. Also, was ich gut finde, was Nagelsmann sagt, dass er Spieler mitnehmen möchte, die auf dem Peak sind. Die haben, die on fire sind, die in der Form sind. So, und das finde ich richtig. Ja, das war, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht nicht immer so gewesen, dass man schon immer bei den gleichen Spielermaterial geblieben ist. Und ey, wir haben eine Heim-EM, wir sind Weltmeister im Negativreden, da sind wir alle da, wir Deutschen, da wenn jemand irgendwie was hat, da gehen wir drauf und das nervt mich so extrem ab. Ja, wir sind
Deutschland, ja, und wir spielen in Deutschland eine Heim-EM und wir haben genug Qualität in diesem Bundesliga-Verein und da wird Julian Nagelsmann genau die richtigen Spieler mitnehmen, die dann auch über 4 Wochen, hoffentlich sind es dann 4 Wochen, auch zusammen funktionieren, die auch dann, was wichtig ist, Wasserträger sind, ja, wie ein Chris Kramer bei der WM. Der hat das geliebt, dass er einfach dabei sein durfte. Und das ist auch wichtig, ja, wie stellst du denn da die Jungs zusammen? Ja, wer passt denn hin? Wer kann denn in 4 Wochen vielleicht auch mal, ja, nur die Nummer 19, 20, 21 sein? Und das sind ja Kleinigkeiten, ja, und trotzdem, ey, wir haben immer noch den Adler auf der Brust, wir spielen zu Hause und seid mal alle ein bisschen positiver und freut euch auf diese Heim-EM, ja, und ich finde, dass wir da einfach immer viel zu negativ sind. Und was noch wichtig ist, aber meinst du alle Nationen oder die Mannschaft? Nee, alle. Wir als, warum alle? Ja. Wir auch wie wir jetzt gerade eigentlich darüber sprechen. Ja, aber kann doch positiv sein, wenn die ganze Zeit verlieren. Nein, das nicht, aber wir sind trotzdem zu allem immer sehr, sehr negativ in Deutschland. Das ist meine Meinung. Ja? Und was man vergisst, die Nation, egal wie sie heißen, die holen auch alle auf. Also Österreich ist ja keine Bockwurstmannschaft. Also da spielen genug Bundesliga oder auch im Ausland in den ersten Ligen, ja. Guck dir Aserbaidschan an, Kasachstan, die haben sich auch fast qualifiziert. Das sind ja alles Nationen. Und es gibt nicht mehr die Nation, außer Gibraltar vielleicht, die nochmal wegknallt und San Marino, aber der Rest holt auf. Und das darf man bei dem Ganzen auch nicht vergessen. Ich gebe dir prinzipiell recht, also dass Deutschland bestimmt negativer als andere Länder ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Also du hast gerade das Beispiel Leroy Sané gebracht, wo es dann auf einmal während der Weltklasseleistung darum geht, wie teuer die scheiß Jacke ist, die er anhat. Interessiert keine Sau. Wird wahrscheinlich in Frankreich noch verabgefeiert, wie cool die Jacke ist. Bei uns ist das da ein Riesenthema. Oder Julian Nagelsmann, der irgendwie, der München-Trainer ist, mit dem Longboard fährt. Ist eigentlich auch egal. Aber ich meine, irgendwo musst du ja die Waage hinbekommen. Weil ich glaube, wenn du jetzt auf diese Schiene gehst und den Fans mehr oder weniger indirekt sagst, seid ihr einfach mal positiv. Ich glaube, damit triffst du auf Ablehnung bei den aktuellen. Nee, das Problem ist, dass man Angst hat um unsere deutsche Nationalmannschaft und dass es peinlich mittlerweile ist, mit der deutschen Nationalmannschaft zu reisen, diese Spieler zu sehen, diese Spiele zu sehen. Es ist, und das sage ich jetzt nicht als Reporter, sondern das sage ich als objektiver Fußballfan, dass ich mich teilweise für die deutsche Nationalmannschaft schäme. Für die Art, nicht, man kann verlieren. Übrigens gegen hervorragend eingestellte Österreicher. Aber es geht um die Art und Weise. Und wenn die Deutschen 5 Spiele am Stück verlieren würden, wo sich jeder 90 Minuten einen Arsch aufreißen würde, wo vielleicht auch mal ein Gündogan, ich habe noch nie, in 4 Jahren bin ich jetzt Nationalmannschaftssupporter, ich habe noch nie gesehen, dass einer von denen mal ein blutiges Knie hatte. Das habe ich noch nie gesehen, dass mal wirklich einer völlig fertig da rausgegangen ist. Macht keiner. Sind wir nicht. Keiner hat die Eier über seine Leitgrenze hinauszugehen bei der deutschen Nationalmannschaft. Und das ist das, was die deutschen Fans so erzürnt und auch völlig zu Recht. Und wenn die Spieler es nicht hinkriegen, das Ding mit Stolz zu tragen und sich den Hintern aufzureißen, dann wird es nicht funktionieren. Man will nicht mehr, als dass die einfach sich mal wieder zusammenreißen und ehrlichen Fußball spielen. Das ist mein Gefühl. Da bin ich komplett bei dir, Logo. Es geht darum, dass man sich. Aber Tusche, sie machen es nicht. Ja, aktuell nicht. Guck mal, wir haben noch ein halbes Jahr. Ey, und wir haben eine Heim-EM. Und vielleicht jubeln wir alle am 14. Juli und haben diesen Pokal in der Hand. Dann saufe ich mit dir im Bierkönig von 9. Ja, okay, aber siehst du, und das meine ich ja, ey. Ich verspreche hiermit, dass meine Haare schwarz-rot-gold werden, wenn wir. Ja, okay, super, sehr gut, ja. Machst aber du deine auch schwarz-rot-gold? Mache ich gerne. Ja, am Ballermann machen wir das schön so. Ja, und das meine ich mal, ein bisschen Euphorie in dieses Land tragen. Natürlich ist es gerade scheiße. Natürlich denkst du denen ist das egal, wie sie gerade spielen? Nein, selbstverständlich nicht. Aber nicht einem Nationalspieler ist es egal, wie sie gerade performen. So, und mir geht es darum, wir reden gerade, okay, was läuft denn bei der EM oder aktuell bei der Nationalmannschaft vielleicht nicht richtig, ja? Ich sage trotzdem, Julian Nagelsmann ist der Richtige, weil er hat gerade 4 Spiele bekommen. So, er hat aber noch ein halbes Jahr. Und er wird eine gute Mannschaft hinbasteln. Und die Jungs werden am ersten Spiel, am 14. Juni gegen Schottland rausgehen und werden für dieses Land und für diese Heim-EM brennen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja? Weil er wird nur die Jungs mitnehmen, die darauf Bock haben. So, und das meine ich mit, ey, lasst uns doch mal drauf freuen. Und gebt den Jungs noch mal eine Chance. Auch wenn es aktuell scheiße ist, dann bin ich komplett bei dir, dass es aktuell keinen Spaß macht, ja? Und dass man sich als Deutscher gerade so ein bisschen verstecken muss, obwohl wir eigentlich schon eine große Fußballnation sind. Aber ey, im halben Jahr, safe, sieht alles anders aus. Und ich sage nicht, dass wir Europameister werden, aber ich sage dir, wir werden eine gute Europameisterschaft zu Hause spielen. Da bin ich mir ganz sicher, weil Julian Nagelsmann genau hingucken wird, ja, und alle Jungs zu dieser EM auch hinwollen. Da bin ich mir ganz sicher.
Das glaube ich übrigens, dass auch das Nagelsmann und Wagner werden zumindest einen Kader stellen, auf den wir alle Bock haben. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ja, ganz nebenbei ist Julian Nagelsmann ein Top-Trainer. Natürlich. Der bei Bayern München, bei Bayern München war, ja, und raus war, dann war er da in England, hat verhandelt, da nur bei den Top-Vereinen. Also das ist ein Top-Trainer, ne? Und da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben. Natürlich hat er jetzt einige Dinge auch ausprobiert. Ja, ist ganz normal, das machst du als Trainer, was funktioniert. Er hat doch nicht viel Zeit. Ja, wie weit kann ich es ausreizen? Er ist natürlich auch ein Grenzgänger, ja? Der reizt alles aus bis zum Letzten. Und wenn es aber auf den Punkt kommt, da bin ich auch überzeugt davon, muss man auch das Vertrauen haben und sagen, so, jetzt sind sie da. So viel zum Thema deutsche Fußballnationalmannschaft. Wenn Julian Nagelsmann aus irgendwelchen Gründen gerade zuschauen sollte, dann sollte er jetzt die Augen aufmachen, denn unsere werten Herren und Damen werden jetzt zur Torwand gehen und vielleicht wird das Stürmerproblem gelöst. Also einen großen Applaus an die Runde. Wir beenden diese wunderschöne Talkshow natürlich wie immer traditionell an der Elbrowski-Torwand. Also kommt sehr gerne mit. Ladies ihr könnt natürlich auch wieder was gewinnen hier vor Ort. Ne? Ganz klare Geschichte. Also einmal Applaus für unsere ganzen Gäste hier in der Show. Perfekt. Das habe ich noch nie gemacht. Na, dann bin ich mal gespannt, Junge. Ja, Linksfuß. Du bist auch Linksfuß? Ja, selbstverständlich, du auch. Warst du damals bei der anderen Adbros geschaut oder keine Torwand? Nein, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier drauf schieße. Ja, komm, dann ab nach vorne mit dir. Florian Plettenberg. An der Adbroski-Torwand. Waren es beide schießen? Was gleichzeitig? Zwei unten, Schuhe aussehen, zwei oben. Also erst zwei unten, ey, dann zwei oben. Ey, genau. Die Schuhe sind egal. Nein. Mein Schatz. Okay. Die Schuhe sind egal. Nee, ey, hallo, hast du die gesehen? Einmal an das Publikum vor Ort. Wir machen so einen pulsierenden Applaus. Kriegt ihr das hin? Ja, genau. Immer meine Schuhe. Und Florian Plettenberg. Mit Treffer Nummer 1. Für jedes erzieltes Tor gibt es Preise für die Zuschauer vor Ort. Sag mal, ab in Sturm mit dir. Hä? Ich hab mal Talenttraining gehabt bei Bayern. 96. 2-2 oder solche Feier. Oh, oben jetzt. Oben. 2. Vierter Versuch. Ja. Und da ein Treffer für Florian Plettenberg. Als nächstes Thorsten Matuschka. Einen großen Applaus. Ich hab meine schöne Manteletten an. Du hast auch früher einen Bums gehabt, ne? Man merkt's. Ja. So, für deinen Freistoß, den weiß ich noch, Junge. Ah! Oben ist wichtig. Jetzt kommt Torwand. Oh! Alles gut da hinten! Vierter Versuch, Thorsten. Matuschka. Easy peasy! Starkes Ding, starkes Ding. Als nächstes Manu Thiele. Oh Gott. Du erst. Das war peinlich, das war peinlich. Aber die haben die auch weggezogen, die Wand gerade. Ja, dafür machst du zwei oben. Zweiter Versuch. Ja, hast du wirklich ausgezogen? Das ist stark. Ja, ich muss. Ey, weißt du, wie die. Aber. Nee, ehrlich. Dritter Versuch, Manu Thiele. Wand hat gute Dinge an. Für links oben. Oh! Die Decke kaputt. Und dieses Studio ist versichert, also mach dir keine Sorgen. Versuch Scheiße. Nummer 4. Aber ist okay. Bin ich. Machen wir weiter mit Rachel. Ja. Deshalb habe ich nie bei Union gespielt. Ohne Schuhe übrigens. Ich muss ohne Schuhe. Ja. Auch Linksfuß. Ja, ja. Mit drei Linksfuß. Wahnsinn. Wahnsinn. Hey, wer war noch Linksfuß? Ich auch noch. Patty und ich noch. Oh. Schwierig. Okay, dann muss ich jetzt rein. Zwei oben. Raquel. Yep. Das war knapp. Der war knapp hinten, der Kopf. War auch ein bisschen Hass drin irgendwie. Obacht. Oh, Alter. Ey, sorry. Alles gut. Ja, ey, tschüss. Ich versuche, Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ey, das habe ich schon immer gehasst, ehrlich gesagt. Ne? Hier haben wir übrigens die 9 Bälle von Adidas. Liebe Grüße. Den sehr gut aus. Champions League Ball. Auch Linksfuß? Naja. Was ist hier los? Der Wahnsinn.
Frank, also ist der nächste Teil ganz richtig. Nein, dann muss Frank noch ran. Ja, du musst vor mir. Mach mal. Das ist ja so egal, unsympathisch, dass du mich vorgedreht hast. Nein, alles gut. Ich habe extra hingelegt. Als erstes du, bitte. Ich habe extra hingelegt. Wow. Glück auf. Der Steiger kommt. Wo das ein Sensationslied ist. So geht's. Der ist wirklich cool, ja. Frankie, komm hier. Das ist hier Gänsehaut pur, Junge. Ja. Jetzt zwei oben. Denk einfach an Schalke, voll spannend. Oh. Denk an meine Talks aus dem Streamingzimmer. Voll drauf. Ja. Jawohl! So, jetzt aber. Ich habe mich vor keinen anderen vorgedrängelt, oder? Nein, jetzt gut. Nicht. Gut. Obwohl, ich bleibe lieber noch stehen. Ja, ja. Wird gefährlich hier. Oh. Auch ein Bonschen, ne? Ja, weißt du, das ist kreisiger, da ist nicht viel bisschen, mehr Technik. Bisschen mehr Gefühl. Ist nur... Immer auf Kniehöhe. Nur alles. Schroten. Ja. Ach, die Scheiße. Ja, jetzt legen. Was? Oh, okay. Oh, guck mal, da jetzt. Oha. Oben steht Champion und wieder liegt. Jetzt. Oh. Und der Kasten auf. Ei. Schön. Es ist schon wieder passiert. Liebe Grüße an Paulana, danke, dass ihr uns immer so versorgt. Und hier ist irgendwo was aufgegangen. Aber ich würde sagen, wir gehen zurück ins Studio. Sag mal, der hat ja mal höher gespielt hier. Klar. Oh ja, kommt gerne alle mit nach vorne. Oh, oh, oh. Oh. Ah. Manu, Florian, einmal alle bitte mit nach vorne. Oh. Wo nach vorne? Wieder gefährlich hier fast. Hier oben rauf, oben. Alles gut. Vielen lieben Dank fürs Einschalten zur Ed Broski Show. Einen großen Applaus zum Abschluss für unsere wunderbaren Gäste. Florian Plettenberg, Thorsten Matuschka, Rachel Rinas, Manu Thiele und Frank Kramer. Wir sehen uns im Januar wieder bei der nächsten Ed Broski Show. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr könnt uns sehr gerne noch auf allen Social Media Kanälen abchecken. Auf YouTube werden die Highlights online kommen in den nächsten Tagen. Und ansonsten sind wir auch auf TikTok, Instagram, Twitter und allen anderen Plattformen, wenn es noch welche gibt, unterwegs. Dankeschön an euch, an das wunderbare Publikum. Und wir sehen uns im Januar wieder, wenn es wieder heißt Ed Broski. Auf Wiedersehen, macht's gut und bis zur nächsten Show.